Wir gehen jetzt rein. Vorab möchte ich sagen, ich habe bei der letzten Folge, glaube ich, das ist mir ganz wichtig, Ohren jetzt spannen. Ich glaube, so nennt man das. Habe ich gesagt, dass dir den Teilnehmern vorsagt, was für ein Verein die sagen sollen. Weil ich halt das mit Real Madrid nicht glauben konnte. Aber ich will mich dafür entschuldigen und ich möchte das revidieren, weil das stimmt nicht. Und dafür entschuldige ich mich auch, dass ich das gesagt habe. Weil ich dachte einfach nur, Digga, der kommt mit Real Madrid. Ja. Und ich war einfach baff gewesen. Und dachte, Digga, so, wie kann man denn Real Madrid sagen? Aber Dia hat damit nichts zu tun. Und deshalb tut es mir auch leid. Und deshalb entschuldige ich mich auch hier öffentlich. Weil das war einfach so mäßig, wie sagt man das? Etwas sagen, obwohl ich es gar nicht weiß. Mäßig, okay? Aber wie gesagt, ich dachte halt, Real Madrid macht wenig Sinn. Aber ja, das genau, vermuten. Genau, das wollte ich einfach sagen. Marcel, vielen, vielen Dank für den Verschenken. Linus, danke für 2 Monate. Und ich würde sagen, Leute, jetzt viel, 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 viel Spaß mit Find the Pro Reaction. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr wisst, wie immer, ich werde wie immer meine ehrliche Meinung sagen über die Jury, über die Teilnehmer. Wen es nicht passt, hat Pech gehabt, weil recht machen kannst du es nicht allen. Ich bin mittlerweile auch fein damit, dass die Leute auf TikTok sowas machen, diese Videos. Ich meine, ich habe dadurch auch kostenlose Werbung. Sollen sie machen. Wer mich falsch verstehen möchte, der versteht mich sowieso falsch. Und es wird immer wieder Menschen geben, die mich falsch verstehen. Von daher macht keinen Sinn. Gefühlt 99% der Leute auf TikTok sind so blöde, dass sie gar nichts checken. Von daher sollen sie ruhig machen. Ich mache es für euch. Jetzt viel Spaß mit der Reaction. Wir gehen rein. Der Unterschied zwischen mir und dir ist, dass ich Fußball spielen kann und du nicht. Das darf nicht so anfangen. Das darf nicht so... Was soll das? Erster Satz, Bruder. Erster Satz. Egal. Ich sag erstmal gar nichts, Digga. Ja, aber der Unterschied zwischen mir und dir ist, dass ich Fußball spielen kann und du nicht. Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich Fußball spielen kann und du nicht. Wie meint ihr denn damit in der Jury? Wen haben wir denn in der Jury? Wir haben Marius Wolf, Niklas Süle, Amar und dir. Bitte keine Spoiler, bitte Chat. Och, Digga, der hat krasse Waden. Alter! Waden geisteskrank. Boah, ich stopp gefühlt immer. Ich hab immer Glück beim Stoppen, ne? Oh. Was hat der gemacht, ja? Alter. Alter Schwede. Der Torwart ist brutal. Der Torwart ist der Bro. Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine Folge. Und nochmal für alle, wenn ich das vielleicht oft nicht gesagt habe, dir riesen, riesen, riesen Respekt vor diesem Format. Geisteskrank. Folge Find the Pro. Wieder mal eine ganz besondere Edition. Es ist eine BVB-Edition. Wir haben 2 BVB-Profis mit am Start. Und ein, der wie für den BVB steht, wie kein anderer. Ich will gar nicht zu viel verraten, kommen wir mal direkt zur Juryvorstellung. Ich bin Dia, Fußball-Content-Creator und neben mir geht's heute extrem spannend weiter. Hallo, ich bin der Niklas, 28 und spiele Fußball. Ich glaube, Niki Süle, brutal sympathischer Typ. Digga, wenn der manchmal zum Dribbling ansetzt in der Bundesliga, ich feiere das übertrieben, ich mag das voll. Wenn ich ihn so sehe und auch so seine Spiele hat und sowas, man kann ihn nur, ja, so mögen. Ist es so ein Typ, so, den siehst du, der sieht einfach korrekt aus, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin der Marius, auch 28 und mein größtes Vorbild ist Niklas Süle. Witzig, ich bin Amar und meine größten Vorbilder sind tatsächlich die 2 und ich mache Quatsch im Internet. War die beste Jury-Vorstellung bis jetzt. Habe ich so auch noch nicht gehabt, muss ich sagen. Die Jungs neben mir kennt ihr alle, brauche ich nicht großartig vorstellen. Interessant sind heute die Spieler, deshalb kommen wir direkt zur Spielervorstellung. So, Digga, jetzt bin ich mal gespannt. Bitte, 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 kommen jetzt keine exotischen Mannschaften wie Barcelona, wie Real Madrid, wie Arsenal, wie Mr. Joe. Bitte nicht.
Einfach kommt mit normalen Mannschaften. Ich glaube es euch. Es kommt nein. Es kommt kein nein niemals. Kommt einfach mit normalen Mannschaften. Dann passiert doch nichts. Ich sage nichts Komisches. Einfach ganz normale Mannschaften. Aber bitte nicht mit City, Chelsea oder sonst irgendwas. Mein Name ist Ilker Algan. Ich bin 23 Jahre alt. Ich spiele zentrales Mittelfeld. Trabzonspor. Der erste ist direkt Trabzonspor. Für Trabzonspor und ich will den Jungs heute zeigen, wo es lang geht. Digga, mittlerweile, ich schwöre, manche Leute schreiben mir, einfach bei Insta, ey Bro, ich mache nächste Woche bei Fight the Pro mit, bitte sag nicht nein niemals und hör auf damit und sowas. Nein, wenn okay aussieht, sage ich nicht, es war okay. Ist in Ordnung. Ilke, was geht denn? Du bist anonym. Mr. Anonym. Ich bin 21 Jahre alt, bin Stürmer, möchte gerne anonym bleiben, weil mich eh jeder kennt. Okay. Also Bruder, an den Haaren kann ich nichts erkennen, ich sag ehrlich. An den Haaren, bitte keine ich schwöre, wer spoilert und recht hat, der wird sofort gebannt hier. Hört auf damit. Kann das sein, ja? Ich überlege gerade so Bart bisschen. Diese Haare sehen aus wie Lucky Samacic, aber das ist er nicht, das weiß ich. Sei jetzt vielleicht mal mein Name. Ich spiele bei Schalke in der U17. Meine Position ist außen, offensiv sowie defensiv. Immer wenn man nach oben guckt mit den Augen, ist immer so mäßig Lügen. Wisst ihr, was ich meine? Immer wenn man so beim Reden nach oben guckt und überlegt, was man sagen soll, ist immer Lügen. Bei Schalke in der U17, meine Position ist außen, offensiv. Also diese, immer diese leicht nach oben, seht ihr das? So wie defensiv. Die Maske hat nichts zu bedeuten, der wahre Spieler ist hier. Said Süleyman, Mike Beschmeiner. Ich sag euch ehrlich, bis jetzt kam kein Nein niemals. Nein, Chat. Georgios Tsakas, mein Name, bin 19 Jahre alt, zentraler offensiver Mittelfeldspieler, spiele bei Mainz 05. Boah, Mainz 05, super Jugendarbeit. Mainz 05, super Jugendarbeit. Bis jetzt war keiner da, wo ich sage, niemals. Und ich bin hier, um die fertig zu machen. Nein! Niemals! Nein! Sorry! Tut mir leid! Niemals! Never ever! Niemals! Ich sage das nicht, um irgendjemand zu ärgern. Ich schwöre es euch. Niemals. Niemals. Also, ey. Niemals. Ist auch nicht böse gemeint, aber ich glaube, dafür ist einfach die Fitness nicht da. Ist auch nicht böse gemeint. Guck mal, ich werde jetzt schon wieder, auf TikTok kommt jetzt wieder so, Bilal hated. Jemand, der zu viel Kilos drauf hat. Bruder, das ist nie und nimmer U19 Bundesliga Mainz 05. Ich bin Nathan, ich spiele bei Wien Wiesbaden in der U19 als linker Außenverteidiger und bin 17 Jahre alt. Aber Jungs, also ihr sagt auch das gleiche wie ich, oder? Also ihr seid auch meiner Meinung, stimmt oder nicht? Oder? Also da machen wir uns nichts vor. Da sind wir auch ehrlich zu uns alle selber. Boah, der sieht wie ein typischer LV aus. Ja, Higuain war auch Profi. Ist kein schlechter Call, Sebi. Ich schwöre, das passt. Ich schwöre ja, finde ich auch. Nathan, U19, Wien Wiesbaden, Linksfuß, Linksverteidiger, lang, schlaksig. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin Valon, 18 Jahre alt. Niemals. Obwohl, nein, stopp, sorry. Ich spiele bei Ajax. Bruder, Ajax Amsterdam. U19, bin linker Außenverteidiger. Ajax Amsterdam, da erwarte ich jetzt was. Ich nehme die Jungs heute auseinander. Ich warte noch. Ich bin Dario, ich bin 22 Jahre alt, spiele in der U21 vom 1. FC Köln. Bin im Zentrum und als Rechtsverteidiger. Aber wie geht es denn, dass ein 22-Jähriger bei einer U21 spielt, Chat? Hm.
Sind es dann diejenigen, die. Ja, es sind drei Spieler, ne? Okay. Es sind drei Spieler, die dürfen. Okay. Ich bin auf der Position gesetzt und möchte heute nicht mit Reden überzeugen. Okay. Ich bin Kürşat Özmen, 22 Jahre alt. Ich spiele aktuell in der zweiten türkischen Liga bei Yeni Malatyaspor. Ich bin Stürmer. Es gibt Leute, die reden viel zu viel. Mal gucken, wer am Ende am besten reden kann. Oha, geiler Trick. Gutes Pass. Aber welche Liga ist Malatya? Wisst ihr das? Nein, nein, nein. Stopp, Chat. Das macht man nicht. Welche Liga ist Malatya? Zweite Liga die zweite Liga in Türkei? Zweite türkische Liga? Nein, nein, nicht lachen, Jungs. Das macht man nicht. Wirklich, Jungs. Das geht nicht. Kürşat überzeugt uns vielleicht. Erste Liga. Ach man, hört doch mal auf mit erst. Es war so klar, dass ihr 1b schreibt. Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Es gibt meine erste eigene App auf dem Markt. Matchdater Sportquiz heißt sie. Ihr könnt. Nein, macht keinen, nicht Emote. Macht keinen Emote, Bro. Lass die Leute frei schreiben, die reißen sich schon zusammen. Dorn. Alle Fragen rund um das Thema Fußball. Ist eine richtige Bleibt und gewinnt. So, Jungs, bevor wir in die erste Challenge gehen, machen wir mal den ersten optischen Eindruck. Immer so die ersten beiden Calls, wo ihr sagt, die könnten unsere Pros heute sein. Niklas, willst du mal anfangen? Wir meinen gleich. Also für mich. Auf den ersten Blick raus ist Ajax und Mainz 05. Ich ins Auge springt, ist der mit der Maske. Macht er gut, ne? Ja, macht er gut. Natürlich schon eine riesige Statur. Seiten auf Ziffer. Ziffer? Ziffer! Bruder, sag doch Ziffer! Sag doch, Niki Süle ist ein geiler Typ, Mann. Ich kenne ihn nicht mal. Und ich kann mir vorstellen, er ist ein brutal sympathischer Mensch. Einfach Süffe. Niki, geil. Also schon, Digga, er fängt so gut an. Ja, die anderen sind auch. Ich kenne das Video nicht. Gibt es so ein Fake-Video, wo die sagen Süffe? Gut, stabil aus. Bin sehr gespannt, ja. Aber sehr sympathisch. Ich denke, am Ende kommt es natürlich darauf an, wie die gegen Ball treten, aber. Vom Optischen natürlich schwierig, ne? Zu sagen. Ich will jetzt wissen, wer hinter der Maske ist. Anton hat das immer gesagt. Seiden-Siffra. Siffra. Oh, Miska. Dann müsst ihr vorgehen, Maske runternehmen. Macht er gut, aber gutes Marketing. Er sagt ja, jeder kennt ihn so, weißt du? Er geht ja davon aus, so. Er dass wir ihn auch kennen. Ja, safe. Er geht ja davon aus, dass ihr ihn kennt. Echt? Achso, er auch. Geht davon aus, dass wir ihn kennen. Aber auch. Also, er geht. Ich kenne. Ich kenne nur einen Spieler, der so aussehen könnte, vom ersten Blick. Das ist ein Spieler von Freiburg. Wie heißt denn der? Solai oder sowas? Der sieht, glaube ich, so ähnlich aus wie der. Nein, nicht Grifo. Demirovic? Demirovic! Demirovic, bravo! Demirovic. Der hat auch so eine Frisur mit so Halbdings da. Ja, Demirovic. Wenn, der sieht ein bisschen ähnlich. Oder? Kenn ich auch. Er sagt, jeder, er hat vorher gesagt, jeder kennt ihn. So von der Frisur bisschen Cristiano, ne? Bro. Oder Saleh? Boah, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Enrico, dankeschön für 16, Habibi. Kuss. Das sind schon einige. Wenn mir einer so einfällt, so von der... Timurovic, ich hab's nicht mehr... Keine Ahnung, war einfach nur so aus dem Kopf. Von der Frisur her, den ich kenne, zumindest in der Bundesliga, so Demirovic. Krass. Style? Ja, stimmt. Oder? Diese Haare, hätte ich jetzt auch gesagt. Ach, stimmt. Aber der ist ja heute nicht hier. Ja, Mann, ich schwöre. Aber, oder der von. Nee, aber einer von Freiburg, Digga. Das kann ich mir nicht vorstellen, donnerstags, ne? Wenn das der erste Call ist, der richtige, sagt jeder, Adi, er wusste das vorher. Adi, super, Habibi. Das kann. Ist immer das Gleiche. Nein, ist dein Call? Nein. Schwer, ne? Wirklich schwer. Ist schwer. Du musst eine Antwort finden. Die sehen alle optisch gut aus, so. Deswegen. Das Ding ist. Vielleicht kennt ihn noch keiner, ne? Wir machen einfach mal weiter. Wir haben vorhin darüber geredet, wenn du auf der Straße jemanden siehst, weißt du auch nicht immer, ob er Bundesliga-Spieler ist, ne? Ja, safe. Bei manchen siehst du es vielleicht, bei manchen nicht. Das ist so. Amar, dein geschultes Auge, vielleicht hast du jemanden von. Warum lachst du denn? Mein geschultes Auge, komm. Du hast ein geschultes Auge, aber nicht für Fußballer. Für mich sieht Valon so aus wie jemand, der auf jeden Fall, der hat irgendwas drauf.
Ob das Zahnbelag ist, weiß ich nicht, aber vielleicht auf jeden Fall fußballerische Skills. Guck mal, da muss er auch lächeln. Und Ajax ist halt so weit hergeholt, ne? Ajax ist halt immer brutal. Da denkt man, also bei mir damals, Ajax war brutale Jugend gewesen, ne? Alle waren irgendwie gefühlt 1,80 schon in der U14 gewesen. Ajax war brutal gut. Ja, das ist ein kleiner Techniker, der so über die Außen kommt. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt rein nach Schuhen gehe, würde ich zum Beispiel vorne links ein bisschen ausschließen. Ja, bist du auch Kunstrasen, vielleicht hat er die rausgeholt, nur, dass die anderen nicht kaputt gehen. Weißt du, ne? Links würdest du ausschließen. Aber seine Schuhe? Sofort, so ja. Statur passt nicht. Ja, auch von Schuhen her, ja. Ich sag, der hat einen riesen Bums mit den Waden. Ne? Kann natürlich auch sein. So. Mainz 05, wa? Auf jeden Fall Ohrringe sitzen. Georg ist Mainz 05 und 19, ja, schwer. Also ich bin super gespannt. Also wirklich, wie gesagt, die sehen alle optisch auf jeden Fall danach aus, als hätten sie ein bisschen mitgebracht, aber auch so ein bisschen Nervosität. Und ich habe mir mal ein paar Folgen reingezogen und super viele, die einfach da in der Profi waren, waren ein bisschen cooler. So, war entspannter, ne? Deswegen mal schauen, wie cool ihr heute seid. Ich würde sagen, dann fackeln wir nicht so lange. Direkt erste Challenge, die Five-Star-Challenge. Ajax U18 hat Liverpool U18 10-0 weggemacht, Carlos. Geisteskrank. Meine Lieblingschallenge, ne? Hä? Das ist meine Lieblingschallenge. Ist das? Ist schon geil. Dann fangen wir an mit Ilka, ja? Also meine Favoriten auf den ersten Blick ist links oben Wiesbaden. Sonst habe ich erstmal keinen im Kopf. Anonym, keine Ahnung. Aber links oben ist für mich am authentischsten. Einfach vom Aussehen, vom Verein, von der Statur. Linksverteidiger macht für mich am meisten Sinn so. Köln habe ich jetzt vergessen, welcher Köln ist, aber gucken wir uns gleich an. Wenn du ready bist, kannst du starten. So, Trabzonspor. Jetzt oder? Bruder, da muss Trabzonspor U23. Benni. Alter. Da wollte ich mal mit dem Kopf halten. Was ist das denn für ein Bums gewesen? Macht er gut. So, 1-1. Zu locker. Lange stehen geblieben, der Keeper, macht er gut. Macht er gut. Ist nicht einfach bei den Toren, ne? Die sind nicht groß. Das darf man nicht vergessen. Das Tor ist extrem klein. Schuss. Wie viele würdet ihr First Try machen? Boah, Marius 5 von 5, sage ich. Kann passieren mit links. Kenn ich. Kenn ich auch, ja. Hat er recht. Guter Touch. Nein. Schwer. 5 von 5, sage ich. Kann passieren mit links. Kenn ich. Guter Touch. Also der Touch war eigentlich in Ordnung, aber dieses nach vorne war mir zu wenig. Also es war jetzt nicht schlecht oder sowas. Der erste Annahme war schon gut eigentlich. Kann passieren mit links. Kenn ich. Also guck mal, der Touch war ist eigentlich top. Guter Touch. Aber das in... Dieses in der Luft den Ball versuchen mitzunehmen, ich mag das nicht. Ich mag das immer, dass wenn du den Ball runternimmst oder mit dem ersten Kontakt reinnimmst, ich packe ihn immer mit der Sohle runter, damit er direkt auf dem Boden ist. Und Digga, wir reden hier von Trabzonspor, ne? Trabzonspor ist auch nicht ohne. Ich meine, die sind Big 5 Clubs in Türkei. Auch wenn die Schüsse nicht drin waren, technisch hat das sauber. Technisch ist gut, ja. Jungs, ich mit dem geschulten Auge, ich würde sagen, das war Nervosität. Außer auch. Mit links. Links war Quatsch. Jetzt auf den Mann gespannt. Sind wir alle gespannt. Aber jetzt, wie? Ne? Aber wie? Ja, wenn du ready bist, kannst du starten. Let's go. Digga, also RSN, Digga, was ist das für ein Monster? Der ist auf jeden Fall gut, glaube ich. Der meint's ernst. Na, macht er kurz. Versucht ihn auszugucken. Einer der wenigen, der zuerst mit seinem schwachen Fuß schießt. Die meisten gehen immer zu dem starken Fuß als erstes. Er schießt jetzt. Digga, also er ist auf jeden Fall ein Monster, ich schwöre. Also der hat eine krasse Statur. Boah. Und rechts. Der hat einen super Körper. Guck mal seine Waden an, Digga. Was hat der für Waden? Steht stramm. Boah. Ist okay mit dem Schwachen, er ist Linksfuß. Hoch angesetzt. Darauf habe ich mal geachtet bei den anderen Folgen. Wenn die Leute so ein bisschen in Rückenlage waren, waren sie nicht der Pro. Was ist das für ein Call? Oh, alaikum salam, Isa Habibi. Was ist, hä? Was? Egal, weiter. Ja, krass, ist oder? Natürlich top. Ist krass, ne? Ich habe sogar Amar davor geschrieben, ich meinte, Bro, wenn da von Bilo was in die Richtung kommt, in Richtung Jury, ja, sorry, ist dann halt so.
Boah, ist das schön. Digga, aber was hat der für einen Wumms? Eieiei. Was hat der für einen Wumms, Chat mit links? Abo! Anderen Folgen, wenn die Leute so ein bisschen in Rückenlage waren, waren sie nicht der Pro. Ja, krass, ist oder? Natürlich top. Ist krass, ne? Ich schwöre, ich seh nicht mal den Ball richtig. Real Talk, ich seh nicht mal den Ball richtig. Digga, der haut den so rein, dass ich den Ball kommen sehe. Alter Schwede. Lernstrahl, ne? Der hat eine brutale Schusstechnik. Boah. Aber das mit der Maske, das macht mich so... Das ist mir ein Ticken drüber. Annahme ist ja... Super. Boah, nee. Na? Das fand den Durchgang fand ich nicht gut. Der hat eine brutale Schusstechnik. Aber das mit der Maske, das macht mich so... Das ist mir ein Ticken drüber. Super. Nachschuss! Er schaltet ab, ne? Annahme war ein bisschen komisch irgendwie. Schaltet ab. Aber ist trotzdem gut. Ich glaube, er spielt sagen, mit unseren safe. Gefühlen, glaube ich. Ich glaube auch. Der will uns täuschen. Was sagt er denn? Schalke U17, sagt er. Dafür, dass er 16 ist? Er soll 16 Jahre alt sein, er sieht halt gar nicht so aus. Das ist ja die Frage mit so Bart. Wobei, so außer er immer so früh Bart, so Bartwuchs. Oh, Süleyman, ey. Ich sage immer, wenn man Panenka macht, aber er ist niemals 16. Ich glaube auch niemals, dass er 16 ist. Wenn du halt Panenka machst und der geht so schön und so perfekt rein, dann ist das Kunst und dann sagt keiner was. Aber wenn du Panenka machst und der Torwart bleibt stehen, musst du in Kauf nehmen, dass du gebumst wirst. Okay. Ja, okay, er ist 16. Ja, übertreib jetzt will er noch. Too much. Genau das meine ich, zu viel. Das meine ich, kann ich direkt sagen, nein, zu viel. Nein. Aber machst du das als Profi? Robert, lässt du dir das gefallen? Machst du das als Profi? Wenn es klappt einmal super, warum musst du den zweiten auch nochmal machen? Wisst ihr, was ich meine? Warum? Unnötig. Ich überleg gerade. Nix. Mit 17 nicht, hatte ich auch schon so Ansätze vom Bart. Aber nicht so ein Vollbart. Aber 16, ne? Ich sag dir das auch. Das war Berliner Schnauze, ne? Der könnte auch gut 19 ne? sein. Ja, 16 gebe ich dem jetzt nicht eigentlich. Aber nicht abgeschaltet, geil. 19 sein. Ja, 16 gebe ich dem jetzt nicht eigentlich. War alles gut. Digga, der Torhüter ist auch gut, ne? Der Torwart ist auch gut. Aber nicht abgeschaltet, geil. Nein, nicht abgeschaltet, aber... nicht abgeschaltet. Oh, ja. Er sagt einfach nicht abgeschaltet, weil der Ball gegen Wande geht und er nur mal reinmacht, dann leere Tor. Nicht abgeschaltet, geil. Boah, was sagen wir da? Gibst du den Haken, oder? Aber Amar sympathisch. Was? Hä? Ehrlich jetzt? Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass er sagt, er ist 16. Das war unser Mann, wo wir gesagt haben, er nicht, ne? Nein, niemals. Nie, Bruder, also bei aller Liebe, nimm doch nicht Mainz 05. Bruder, da ist jeder topfit, top durchtrainiert. In der U19-Bundesliga von Mainz 05, Bruder, nichts gegen deine Statur, aber... Also ich weiß nicht, welche Position er spielen möchte. Ich schwöre, ich weiß nicht, welche Position er spielen möchte. Eventuell Torhüter, aber nicht, sogar das ist schwer. Ich sag euch ehrlich. Schwierig. Ja? Ohne, dass also, er geschossen hat. Genau. Okay, Georgis, zeig uns, was du kannst. Oh, schön. Mit Ablauf. ZM? Alter! Das Problem, der hat ja schon offensichtlich 3-4 Kilo zu viel auf den Hüften. Ich sag, der war vielleicht mal... Siehst du, wenn die Jury das sagt, dann darf ich es auch sagen. Also, hat Ferhat Koch geschrieben. Ich hab das nicht geschrieben. Ich schwöre, ich hab das nicht geschrieben. Ich hab das nicht gesagt, Digga. Ey, ich hab das nicht gesagt.
Wer hat da geschrieben, schon wieder Koch? Hört auf damit, Digga. Jugendleistungszentrum-mäßig, weißt du? Unterwegs? Also nach der Statur und nach 3-4 Kilo zu viel gehe ich nicht. Wenn er gut kicken kann. Schuss war auch gut. Ist auch vielleicht. Ja, aber er hatte offensichtlich ein paar Kilo zu viel drauf. Bin ich ehrlich. Ja, nee. Da muss man ja auch kein Dings da drum machen. Da muss man ja kein Hehl drum machen. Das ist ja die Wahrheit. So ein Hallenkicker dann eher. Ja. Aber boah, sein Linker ist stark. Echt okay, ne? War okay. Ja, also auf jeden Fall war in Ordnung. So, er hat alles super gemacht. Technisch war super. Ich schwöre, er kann, also technisch sah er wirklich nicht schlecht aus. Aber ich sage, der hat safe mal irgendwo Jugendbundesliga gespielt. Aber jetzt halt nicht mehr. Jetzt hat er so ein bisschen zugenommen, so wie ich. So halt. Das aktuell. Jetzt stell ihn dir mal komplett förmig vor und hätten wir gesagt, guter Spieler. Ja, der wäre durch gewesen. Aber das geht doch nicht mit der Statur allein, oder? Muss man auch ehrlich sein. Kannst du dir das vorstellen, dass er. Ich finde es gut, dass die Jury auch ehrlich ist, ne? Das ist wichtig. Die Jury muss auch ehrlich sein, sag ich ehrlich. Meinst du, der 5U19 zockt, so wie er aussieht gerade? Was wird das hier gerade? Was wird das hier gerade? Framing. Am besten, ey. Du weißt, wie es ist. Du bist Champions League. Süle lacht einfach. Digga. Oh, Scheiße, die haben es mit dem Toni verkackt, glaube ich. Ey. Du weißt, wie es ist. Du bist Champions League-Sieger. Oh, schön. Aber der läuft ein bisschen so, als wäre der kein Fußballer, oder? Ja, Mann, er läuft ein bisschen komisch. Das war auch direkt mein erster Gedanke. Irgendwie läuft er ein bisschen komisch. Schau mal, Schuss. Na, der war nix. Der ist Linksverteidiger, ne? Nix gegen Außenverteidiger jetzt. Ich wollte auch gerade sagen, also hier sind zwei Verteidiger, ich glaube. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Linksverteidiger muss jetzt was kommen. Ja. War in Ordnung. Der Schuss war gut. Guck den Lauf. Also hier sind. Aber der läuft ein bisschen so, als wäre der kein Fußballer, oder? Schau mal, Schuss. Na. Alter, rechte ist schon. Alter. Das ist wieder dieses irgendwie, man gefühlt, dass er wieder so sein Bein hinterherhängt. Vom Gefühl her. Der war nix. Der ist Linksverteidiger, ne? Nix. Real Talk? Sag nicht, der Koch war besser. Real Talk, Georgios, die Grieche, denke ich mal. Von der Technik her war er besser. Vom Gefühl her, von der Grundtechnik. Gegen Außenverteidiger jetzt. Ich wollte auch gerade sagen, also hier sind zwei Verteidiger, ich glaube. Darüber brauchen wir nicht. Stimmt auf mit Koch, ja. Linksverteidiger muss jetzt was kommen. Ja, war in Ordnung. Der Schuss war gut. Guck den Laufstil, gell? Das ist ein bisschen. Touch okay. Man schießt direkt. Ich muss aber sagen, von allen bis jetzt der Schwächste, oder? Ja. Hat er gut gemacht? Ja. Dann vertraue ich dir, mein Bester. Ja, Torwart. Digga, der Torwart gefällt mir. Der Torwart gefällt mir. Super. Torwartklasse. Aber außerhalb des 16ers mit Hand hier. Ja. Aber auch, Freistoß. Auch Linksverteidiger. Auch Linksverteidiger. Ja. Dafür macht das gut. Oh. Ajax ist schon technisch eigentlich top, ne? Hier, ne? Ja, Mann, würde ich auch sagen. Digga, Jury bis jetzt wirklich top Calls. Top Calls. Aber ich sage auch, ja, guck mal, ihr spricht meine Gedanken aus. Ihr sagt schon selber, für Ajax schwer. Ich brauche es nicht mal selber aussprechen. Ihr sagt es schon. Ich sage auch, das ist zu wenig für Ajax. Digga, der Torwart macht mir Angst. Das haben wir zu wenig von den Schüssen her, oder? Mhm. Für Ajax? Ein Verteidiger halt, ne? Hey. Boah, schwer. Ja, der macht Kontakt, nimmt er gut. Sauber. Oder der Torwart bis jetzt für mich fast am besten. Und der sauber. Aber warum applaudieren jetzt hier alle? Wollen die uns in die Irre vorstellen? Wegen dem Torwart. Noch nie, dass sie hier klatschen. Nach dem Durchgang. Dario, Köln U21. U21. Hau mal raus. Oh, ich glaube, der ist gut. Ob er mir glaubt oder nicht, man hat einfach schon bei seinem Anlauf gesehen, wo er hinschießen will. Man hat einfach bei seinem Anlauf gesehen, wo er hinschießen will, ne? Seht ihr das, wie offen er zu der rechten Seite steht? Man sieht es übertrieben. Ich finde, man sieht voll, dass er rechts schießen will. Oh, ich glaube, der ist gut, Mann. Zucker. Ja, ich glaube auch, dass er was kann.
Nein. Nein, 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 nein. Alter, hat einen Fund, ey. Gute Schusstechnik. Ja, super. Schön, schön. Boah, guter Touch. Oh. Trotzdem nein. War sauber, ne? Ich sag trotzdem nein. Die Bewegung hat mir nicht gefallen. Mach das sauber. Bist jetzt mein Favorit. Hat er gesagt, U21 Köln? Ja. Da gibt's aber so eine Regelung. Bei mir habe ich das hier gesehen. Auch, dass er was kann. Dario, Köln U21. Hier bei der. Da, wie er den Ball führt, hat mir nicht gefallen. Für mich persönlich. Oh, ich glaube, der ist gut, Mann. Zucker. Ja, ich glaube auch, dass er was kann. Hier, wie er den Ball so, wie er anfängt, den Ball mitzunehmen, zu führen und auch zu schießen. Die Bewegung hat mir nicht gefallen. Das hier so. Weiß nicht, das sieht so. Nicht, weiß nicht. Für mich, für mein Gefühl. Alter, hat einen Fund, ey. Gute. Schwerfällig bisschen und nicht so flüssig. Schusstechnik. Aber sein linker, sehr guter Abschluss. Schön. Boah, guter Touch. Boah. Das war aber ein sehr guter Durchgang. Super angenommen, schön gelegt, das war stark. Boah. Mach das sauber, ne? Mach das sauber. Bist jetzt mein Favorit. Hat er gesagt, U21 Köln? Ja. Da gibt's aber so eine Regelung, dass, glaube ich, nur drei oder vier? Drei ältere Spieler sind. Drei ältere Spieler bei der U21, ne? Okay. Wo spielt der? Wie heißt der Club? Malatyaspor. Türkei, zweite Liga ist das. Sehr gut. Er ist 1 gegen 1. Tunnel. Flink. Boah, super Schuss. Allein vom Gefühl, sage ich, ist der ganz in der engen Auswahl. Ja. Mir gefällt der Schuss nicht so. Super Schuss. Allein vom Gefühl, sage ich, ist der ganz in der engen Auswahl. Ja. Das ist gut. Das war so mehr ein englischer Schuss als Vollspann oder mit Seite. Ah, ja. Also ich sage ja immer so, Leo, danke schön. Danke für drei, Leo. Ja, so genau mäßig. Ich schwöre auf alles ohne Spaß. Mittlerweile die Calls, die ich gebe, vom Gefühl her, oft seid ihr gleicher Meinung. Oder ihr seht es genauso wie ich. Wirklich. Ich sage so mäßig Flugball, englischer Ball und ihr sagt sofort genau das Gleiche. Krass. Und ich sage auch immer, mit links kannst du verkacken. Ich würde auch nicht so krass schießen mit links, ich sag euch ehrlich. Aber der hat schon sehr verzogen. Ja, passiert. Flugball kommt später. Ey, der Süd ist halt nur am Schießen, ne? Der ist echt am Schießen. Der sehr ist schön. Ich könnte jetzt die Annahme nicht sehen. Doch, brauchst du gut. Oh, schade. Nein, niemals Profi. Niemals. Niemals. Ah, okay. Aber man sieht trotzdem schon, dass er was kann. Genau. Das siehst du schon. Schwer Profi. Meinen ersten Durchgang haben wir jetzt gesehen und ich hoffe jetzt auf die Fußballexpertise von Amar, deine zwei Streichkandidaten. Sag mir mal ein Profi, der so schießt. Ey, der Süd ist halt nur am Schießen, ne? Der ist echt am Schießen. Der hat sich so einen Notizblock rausgeholt. Ach, schade. Ah, okay. Oder sag mir mal Profis, die in der zweiten Liga spielen, die so. Wo die Zeit ohne Ende haben, kein Gegnerdruck. Schwer. Aber man sieht trotzdem schon, dass er was kann. Genau. Das siehst du schon. Freunde, ersten Durchgang haben wir jetzt gesehen und ich hoffe jetzt auf die Fußballexpertise von Amar, deine zwei Streichkandidaten. Warum wird da immer gelacht? Komisch. Aber ein paar Leute, also ich würde sagen, so drei Leute, wo ich sagen würde, die sind bei mir eher auf der Kippe. Also es geht ja auch immer darum, wo spielt ihr gerade? Ne? Also was behaupten sie auch gerade, wo sie spielen? Und dann das, was man ja auch dazu in der Gegenleistung sieht. Deswegen also bei den türkischen Leuten hier, Trabzonspor oder hier Malatyaspor. Bruder, wie sympathisch ist dieser Mann? Digga, wie sympathisch. Ey, ich muss mir kurz was zum Trinken holen, Bruder. Und dann das, was man ja auch dazu in der Gegenleistung sieht. Deswegen also. Hör mal,
mal bitte, wie er Malatya ausspricht. Bei den türkischen Leuten hier Trabzonspor oder hier Malata. Mala. Malata ist das Boah. Ich höre so geil. Malata ist das vor. Bei denen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Für mich der Georgis, so. Der sieht für mich so eher nach einem Hallenkicker aus. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass du jemand warst, der irgendwie vor so 2 Jahren zum Beispiel auch schon deutlich höher gekickt hat, aber jetzt einfach 2 Jahre weniger irgendwie trainiert hat. Ich schwöre, gute Kreuz von Amar, muss ich sagen. Oder weniger gespielt hat. Sorry, bitte nicht lang. Nathan oder Nathan. Ich weiß, dass du Verteidiger bist, so, aber das, was hallo, ich... Hallo. Also für mich persönlich, bitte, ey, das ist ja so kacke. Ey, der spielt selber nicht gut Fußball, sag ich jetzt mal, ne, Amar? Also er ist zwar Fan so richtig, aber selber richtig gespielt hat er, glaube ich, nicht. Und von daher sind seine Calls echt nicht schlecht. Für mich persönlich, das wäre jetzt, also das hätte für mich nicht gereicht. Marius, deine 2 Calls. Georgis, will ich nochmal sehen. Aber bin ich auch bei Amar. Bei mir war es auch Nathan. Und Valon, wo es, sag ich mal, hat's für mich nicht gereicht. Ja, das aber es ist immer schwer, ne? Nathan erste und Valon, Runde, sagst du? Ist jetzt, ja, rein von dem, was wir gesehen haben. Ja. Und auch, was hier steht. Keine Ahnung, ist für mich gerade so schwer. Wo ich sagen würde, ist schwer, ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe auch schon viele Folgen von dir geguckt. Mhm. Aber diesmal so rein von der Schusstechnik war es wirklich sehr, sehr schwierig, weil die haben es alle richtig gut gemacht. Vom Laufstil. Ganz ehrlich, es waren wirklich alle, es waren nicht viel Unterschied, ne? Amar war bei HSV crazy, das wusste ich gar nicht, krass. Ich bisschen bei Nathan, ich weiß nicht, ob du immer so läufst. aber dann wär Marius auch kein Profi, wenn es nach Laufstil gehen wird. Soll ich jetzt anfangen, oder? Rein vom Durchgang hätte ich eher dich auch gewählt jetzt. Ansonsten Ilka für Trabzonspor, 23 Jahre alt, ist natürlich interessant zu sehen im weiteren Verlauf, weil ich fand deinen Durchgang richtig gut. Ist natürlich schon noch eine Hausnummer in der Super League, in der ersten Liga. Bin ich gespannt. Georgis, ich... Stopp mal, er soll für Trabzonspor in der ersten spielen? Ich fand, du hast einen guten Durchgang gehabt. Man sieht, dass die Waden auch richtig Power haben. Bin auch der Letzte, der irgendwas sagt wegen irgendeiner Figur. Ist trotzdem meiner Meinung nach eher für mich... Nathan und eventuell Valon von Ajax und 19. Boah, was? Die lassen Georgis weiter? Boah, gute Calls auf jeden Fall. Krass. Ja, jetzt hängt es dann auch trotzdem noch an mir. Scheiße. Ja, es ist sehr schwierig, diese Runde, finde ich. Ja, es ist wirklich. Ich hätte auf jeden Fall Valon rausgewählt. Ajax und 19 glaube ich nicht. Das glaube ich halt auch nicht. Ajax ist eine Brettakademie. Eine Brettakademie. Nathan finde ich spannend eigentlich, weil... Nathan finde ich auch spannend. Ich würde ihn noch nicht rauswählen. Alleine wegen Wiesbaden, Linksverteidiger. Oder manchmal sind so eine Spieler, die nicht... Die schwimmen einfach mit. Ich schwör's euch, Spieler, die damals einfach nur gekommen sind, ob ihr mir glaubt oder nicht, es gab Spieler bei uns von Hertha, ich werde aber keinen Namen nennen, die sind zum Training gekommen, die haben ganz normal trainiert, immer ganz normal gespielt, ja. Die haben nichts Besonderes gemacht. Die haben nichts Auffälliges gemacht. Die haben ihr Training absolviert. Die sind viel gelaufen, waren Mannschaftsspieler. Und ich schwöre, die spielen heute in der Bundesliga. Die spielen heute in der Bundesliga. Weil die gekommen sind, haben ihr Ding gemacht und sind wieder gegangen. Manchmal sind so eine Spieler einfach mit dabei. Und ich kann mir bei ihm vorstellen, dass er so ein Spieler ist, der Linksverteidiger ist, Wien Wiesbaden, kommt auch eigentlich hin. Ich muss zwar noch einen Durchgang von ihm sehen, aber würde ich erstmal weiterlassen. Das Ding ist, er hat auch nicht zu hoch gegriffen mit Wiesbaden U19, weil das jetzt auch kein Top-NLZ ist. Finde ich auch, dass es realistisch ist. Ist das triggert mich so ein bisschen. Er ist Linksverteidiger, nicht in einem Top-NLZ, auch 17 Jahre alt erst. Niklas hat es auch gesagt, vielleicht hat er die anderen Folgen gesehen, dachte, ich stapel mal tief. Und wenn wir jetzt auch nur nach Leistung gehen, wäre für mich auch der Streichkandidat tatsächlich Nathan, weil die anderen für mich dann ein bisschen giftiger waren. Ich hoffe nicht, dass wir eine Fehlentscheidung in der ersten... Haben wir schon 100.000 geknackt? Nein, oder? Haben wir, glaube ich, dauert noch. Eine Runde machen, das wäre natürlich ein Skandal. Bro, das ist halt das Ding, so, du musst halt so diesen Biss haben als Profi. Du bist Vollprofi, wenn du jetzt da bist, dann performst du jetzt. Das ist wie deine eigene Bühne, die du halt hast, ne? Nur noch eine Frage, Süleyman. Wann hast du Geburtstag? Ich bin am 01.01.2007 geworden. 01.01., da hat mein Vater auch Geburtstag. Das heißt, 1.1. ist Fake-Datum. 1.1. ist immer, aber wohl. Muss er auch lachen.
Niemals 2007. 1.1.2007. Richtig. 7. Richtig. 2007. Das heißt, ich bin 13 Jahre älter als er. Niemals. Nie und nimmer. Oder so ein Bart? Ich bin 13 Jahre älter als er? Never ever. Aber. Nein. Niemals. Dann müsstest du doch jetzt 17 sein, oder? Ich bin 17 geworden, richtig. 17 geworden. Hier oben. Dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Okay, okay. Ich bin 17 geworden. Weil ich fand deinen Durchgang super, aber ich finde. Als Kurse ist der Bartwuchs anders als bei Niklas weit, Beispiel. Du siehst sehr weit aus für dein Alter und gibst dich auch sehr, sehr gut, weißt du, so sehr ist, reif. Wenn man in einem Kriegsgebiet aufgewachsen ist, wird man schneller reif. Jetzt ohne Spaß, wie alt bist du denn jetzt unabhängig vom deutschen Paar? 1.1.2007. Nein, ehrlich, wie alt bist du? 1.1.2007. Ich bin auf meinen Ausweis 1.1.2007, sonst schieben die mich wieder zurück. Ich bin wirklich, der Mo Daud ist auch am 1.1. geboren, falls sie nicht wissen. Aber Real Talk, oh mein Gott. Krass. Ey, ich schwöre, wartet. Das ist ein krasses Beispiel. Real Talk, ich lüge jetzt nicht. Ich war mit Mo Daud damals, jetzt kommt wieder TikTok, aber ist egal. Damals, als wir hatten so ein Adidas Camp gehabt, okay? Wir hatten so ein Adidas Camp gehabt mit 13 oder 14. Und einfach Mo Daud war dabei gewesen und er hatte Real Talk schon mit 14 oder 15 oder 16 hat er schon Bart gehabt. Ich schwöre, das Beispiel von ihm ist echt gut. Muss ich ihm lassen. Gerade sagen. Muss ich ihm wirklich lassen. Ich wollte es gerade sagen. In Syrien ist jeder Erste, damit mal eingeschult wird. Wollt ihr ihn stechen sehen? Georges gegen... Was sagst du? Ich würde es gern sehen. Ich auch. Ja. Georges, will ich dich mal ein, hat Nathan noch mal eine Chance, weil da bin ich mir nicht sicher. Ich will dich gerne noch mal sehen im Duell gegen Georges, ja? Eine Offensivaktion, eine Defensivaktion nur. Kann ich lieber gegen dich? Battle. Naja, hier, das stech. Warum? Was habe ich damit zu tun? Warum nicht? Nein. Dir, ja, ich schwöre dir, steh auf und mach das dir. Hä? Dicker, er sagt einfach gegen dir. Hä? Ich check's nicht. Warum? Aber was hat dir damit zu tun? Ich habe keine Fußballsachen dabei. Mach, zeig erst, was du gegen. So, ich schick Niklas sonst los. Dann kannst du gegen Niklas mal eine Runde nicht zocken. Hier, das stech. Warum? Was habe ich damit zu tun? Nicht sicher. Ich will dich. Wie dir auch antwortet. Ich kann nochmal sehen im Duell gegen Georges, ja? Eine Offensivaktion, eine Defensivaktion nur. Kann ich lieber gegen dich? Battle. Naja. Diese Jury. Marius Wolf denkt sich auch so, hä? Was labert der, ja? Hier, das stechen. Warum? Was habe ich damit zu tun? Warum nicht? Nein, ich habe keine Fußballsachen dabei. Geil, Digga. Mach, zeig erst, was du gegen. So. Wenn die redet, wir sind alle leise. Ich schick Niklas sonst los, dann kannst du gegen Niklas mal eine Runde zocken. Der zweite, der schon auf mich losgeht, ich weiß gar nicht, was die wollen. In einer anderen Folge auch schon jemand. So, ich weiß gar nicht, was habe ich damit zu tun? Dann einmal Nathan gegen Valon. Gerne. Ich denke, Nathan macht ihn weg. Obwohl, ich schwöre, er ist Technik nicht schlecht gewesen. Guter Na, gucken. Rein. Er ist Verteidiger, ne? Aber guter Touch. Gute Stellung. Ja, macht er. Aber Stellung war gut. Okay, gerne. Guter Ball aber. Guter Ball, ich bin ehrlich. Kann auch passieren, normal. Ach, komischer Touch, Alter, mit der Pike so. Ihr könnt es besser beurteilen mit Verteidigern. Oh, aber schön. Digga, ich weiß nicht warum. Nathan, wie er läuft, wie er den Ball bewegt, haltet mich für verrückt. Es sieht null aus wie ein Fußballer. Aber irgendwas ist da, was mich irgendwie stört. Irgendetwas ist da, was mich stört. Komischer Touch. Ich kann es euch nicht erklären. Alter, mit der Pike so.
Ich schwöre, ich kann es euch nicht erklären. Also, wenn man das so sieht, man denkt sofort, never. Aber irgendwas ist da, was mir sagt, halte den drin. Ich kann es nicht erklären. Oh, aber schöner Schuss. Profi ist er, dann bist du meistens. Guter Ball. Und seine englischen Bälle sind auch gut. Ja. Humble. Ja, doch, stark. Der macht's gut, aber. Er ist gut, ich schwör's dir. Er ist richtig gut. Oh, es ist, ich bin jetzt nicht so durchgängig schlauer geworden, so, ne? Du kannst mir nicht sagen, dass das. Er spielt wo? Bruder, Mainz um 19. Niemals. Bei Mainz um 19, Bruder. Niemals. Niemals. Super englischer Ball. Obwohl er technisch echt stark ist. Real Talk. Alter, aber der kann kicken, der Junge. Ja, dann war der vielleicht mal in der Jugend und ist 25 oder so. Also er kämpft, ne? Er kämpft. Irgendwas lässt mich mit Nathan nicht in Ruhe. Irgendwas lässt mich bei Nathan nicht in Ruhe. Ich kann euch nicht erklären, was, ne? Ja, jetzt haben wir wieder mehr gesehen, beziehungsweise ich bin nicht wirklich schlauer geworden. Amar, deine finale Entscheidung? Also rein fußballerisch gesehen warst du in diesem Durchgang deutlich besser. Auch was dein Touch anging, was dein Ehrgeiz, dein Biss anging. Das war cool, dass du jetzt nochmal richtig reingegangen bist. Storytelling her sind wir uns, ich glaube, ich spreche für uns alle gerade, dass wir vom Storytelling her das nicht so richtig abkaufen können. Gerade Marius nicht, weil er weiß irgendwie so U19. Meinst du warum? Hat Marius voll recht, weil, Digga, wir reden hier von U19 Bundesliga. Die sind alle durchtrainiert. Die sind alle topfit. Digga, die müssen da Kilometer... Ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeiner U19 Bundesliga jemand ist, der halt so ein bisschen was auf die Hüften hat. Also halt so in diesen Maßen. Und ich will den Jungen gar nicht angreifen, aber es ist einfach ehrlich. Bock stark in meiner Jugend, weißt du, so ist sehr, sehr stark gewesen. Wegen der Story. Ich bin eigentlich mehr durch Kontakt reingekommen, weil mein Vater war früher auch Mainz 05 Trainer. Und durch die Kontakte hat er mich da irgendwie reingebracht. Wie heißt dein Vater denn? Dimos Tsakas, aber es war ein bisschen früher. Und auch Spieler, der Bruder von meinem Vater, Dimis Tsakas, hat auch bei Mainz 05 gespielt. Deswegen diese Kontakte alle, bin ich reingekommen. Jetzt, ja, erste Jahr. Nicht in die U19 mit Kontakt gekommen. Genau, U19 nicht. Das U19 geht's in die... Ich bin von Hertha BSC. Habe ich mit 17 Jahren, habe ich da bei der U23 gespielt, bei Hertha. Nee, mit 16 oder 17. Und bin dann von Hertha zu Mainz gewechselt und musste dort nochmal, obwohl ich schon hier bei Hertha bei den Männern gespielt habe, in der zweiten Mannschaft bei Hertha, musste ich dort nochmal in der U19 spielen bei Mainz 05. Ich würde euch jetzt gerne ein Foto zeigen, das habe ich aber nicht mehr. Ich war durchtrainiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wirklich top, 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 top fit. Top fit. Ich hatte Sixpack und so gehabt, ich schwöre. Eine, damit will ich euch sagen, die sind top fit, die Jungs da. Auf dem Niveau geht es nicht mehr mit Kontakt irgendwie, jetzt nehme ich nicht mal dazu. Ist niemals, ist egal, ob der Bruder Profi war, der Vater Profi war oder sonst wer. Ich glaube nicht mal da. Ich wollte sagen, ich glaube nicht mal da. Da ist war gerade ein Riesenquatsch. Wenn du der Sohn von Zidane bist oder so, schwer. Für mich war jetzt das, was er gesagt hat, eher noch so, wo ich sage, Quatsch. Yeah. Weil auf dem Niveau, U19 Bundesliga, da gibt es nicht dieses, ja, mein Vater war mal Trainer von U14 von Braunschweig, weiß ich mal. Ich weiß, sie hätte ja nichts gesagt, wäre für mich sogar weiter gewesen. Ja. Jetzt hast du dich für mich ins Aus katapultiert. Okay, aber trotzdem, es geht ja darum, dass sie mich jetzt bewertet anhand dem einzigen. Ja, eins. Safe. Da bist du für mich. Bin ich theoretisch weiter. Da wärst du weiter gewesen, ne? Aber das kann man so ja auch nicht sagen, ne? Weil es zählt immer alles mit rein. Es ist ja jede Komponente, die mit rein zählt. Klar, der Durchgang, da warst du deutlich besser. Das Stechen hat uns schon mal so vorangetrieben, dass wir darüber nachdenken. Davor waren wir eher, du bist raus. Jetzt haben ich finde, er hat zwar das 1-1 gewonnen, aber ich weiß, ich sag's nochmal, ich weiß nicht warum, vielleicht täusche ich mich auch komplett. Aber wie gesagt, bei diesem Nathan, irgendwas ist da, was mich stört, wo ich sage, ich will ihn noch nicht rauskicken. Keine Ahnung warum. Haben wir eher noch mal darüber nachgedacht, ob du noch mal drinnen bleibst. Deswegen, also... Das ist schon cringe, ja. Aber ich find's richtig geil von dir, dass du Biss hast und einfach drinnen bleiben willst. Ne? Das ist ja auch ein Zeichen von so, ey, ich habe Selbstbewusstsein und ich weiß, was ich da mache. Du sagst ja selber, wir müssen einen finden. Ja. Ich bin das. Boah, okay. Ja, gut. Nein, niemals. Selbstbewusstsein ist gut, aber ich bleib da. Hättest du nichts gesagt, wärst du für mich weiter gewesen. Für mich auch. Jetzt sage ich, weil du es so gesagt hast, durch Kontakte, das ist immer das Schlechteste, was man sagen kann. Gehört, es geht, klar geht es ums Fußballerische, aber es geht darum, wir müssen ja uns auch nicht blamieren, wir wollen den Pro-Spieler herausfinden. Und jetzt bin ich mir zu 100% sicher, dass du es nicht bist. Also wenn du es bist, dann, keine Ahnung, kann ich heute auch bei Dortmund mittrainieren. Ich habe noch eine Frage an dich. Gerne. Ohne Kontakte hättest du das hinbekommen? Was hinbekommen? Das alles hier.
Nein, aber die Kontakte, das ist ja was ganz anderes als Fußballprofi zu werden oder in einem MLZ zu spielen. Das kannst du ja nicht vergleichen, das ist ja Äpfel mit Birnen, die du vergleichst. Ja, normal, aber... Adrian, danke für dein Prime. Das ist so, als würde ich jetzt ein Probetraining bekommen, weil ich Marius kenne oder so. Ja. Bei Dortmund. Das ist also. Ja, aber der Unterschied zwischen mir und dir ist, dass ich Fußball spielen kann und du nicht. Oh, okay, komm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Chat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wisst ihr? Ganz ehrlich, Chat? Ganz ehrlich, Chat? Die Jury hat es noch sehr human ausgedrückt. Fußballerisch war er gut. Er war nicht schlecht. Er hat gute Technik gehabt. Er hat gute Bälle gespielt. Er war nicht schlecht. Aber die Jury war noch echt human gewesen. Die hätten ganz andere Sachen sagen können. Die hätten ihnen sagen können, ey, du hast zu viel Kilos auf den Hüften, du bist kein NLZ-Spieler. Punkt aus Ende. Haben sie nicht gemacht, weil sie auch Respekt haben vor ihm. Weil man nicht jemanden bloßstellen möchte. Ich verstehe es dann nicht, wenn du schon Props bekommst von der Jury. Alle vier haben ihm Props gegeben. Warum muss man sich dann selber unsympathisch machen und gegen die dann schießen? Ich verstehe es nicht. Was sagt ihr dazu? Warum kann man nicht einfach mal akzeptieren und sagen, okay, ja, ihr habt recht und am Ende haben die auch recht, weil er ist kein NLZ-Spieler. Ich bin raus, ich habe meine Bühne gehabt, ich habe eine gute Technik gezeigt. Alles ist top, alles ist fein. Nein, man muss wieder einen drauflegen, man muss respektlos werden und man muss sowas machen. Ich verstehe, du machst dich damit zum Affen. Und du kommst damit 100% bei TikTok als Meme. 100%. Nochmal ein Stechen jetzt. Was sagt der da? Nein, also ja, darf er sagen, Bruder. Lass Fortnite gegeneinander spielen. Ja, ich höre aber. Amar, super geil, wie Amar reagiert. Super geil, wie Amar reagiert. Super cool. Das ist genau dasselbe. Ich, also. Bruder, in Fortnite kannst du auch kommen. Okay. So, jetzt ist krass. Ja, jetzt geht es in eine falsche Richtung. Hier, es geht in eine falsche Richtung. Georg ist ganz klar raus. Jetzt erst recht. Und Valon, dabei bleibe ich. Und Nathan, da will ich noch gleich mehr sehen. Finde ich nicht cool, Digga. Jedes Mal Ausreden zu suchen. Seid doch einfach realistisch. Einfach mal nicht Realitätsfan sein. Einfach mal selber eingestehen, wenn man nicht gut ist oder wenn es nicht reicht oder wenn man einfach nicht der NLZ-Spieler ist. Ganz einfach. Immer dieses Rumgerede und immer dieses Frechwerden und so. Vielleicht machen die es auch mit Absicht. Keine Ahnung. Aber es nervt einfach. Na, ich sag ja, Taikshi, das sag ich doch selber. Ich sag ja, er war nicht schlecht gewesen. Digga, der hat eine gute Technik gehabt, der hat gute Bälle gespielt. Die ganze Jury hat ihm doch sogar Props gegeben. Die waren doch human. Die haben ihm nicht irgendwie gesagt, ey, du bist zu fett, du bist kein NLZ-Spieler. Nein. Die haben gesagt, deine Statur vielleicht ein bisschen und so. Die waren doch nett gewesen. Also ich finde, die haben das gut gemacht. Und dann wird er noch respektlos und frech. Geht nicht. Dir bietet den allen eine riesen Bühne. Meine Chance. Ich lasse dich nochmal im Leben. Und bei dir bin ich mir... Danke für 100 Bits, Karan. ...nicht ganz sicher, in welche Richtung das noch gehen kann. Aber deshalb will ich dich noch weitersehen. Dann Dankeschön, ja, Georgis und Valon. Danke, Jungs. Also bei aller Liebe. Ich bin nicht so zufrieden. Man könnte mehr zeigen. Aber ich sag mal so, ich hoffe, das ist nicht das erste und das letzte Mal, wo ich hier bin. Und die Jury hat so entschieden, wie sie entscheiden muss. Ganz normal. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Die paar Schüsse, wo ich abgegeben habe, waren nicht böse gemeint. Ja, haben uns danach wieder vertragen. Also mit meiner Leistung bin ich nicht zufrieden. Auf jeden Fall ist ein Five-Shot nicht so einfach für einen Linksverteidiger. Danke nochmal für 100 Bits, Karans. Aber ich kann auf jeden Fall viel mehr. Und mit der Jury-Entscheidung bin ich eigentlich zufrieden, weil Ajax U19 ist schon... Serjan, danke schön für den Sub. ...ein Top-Top-Ausbildungsverein. Ich würde schon sagen, auf der Welt eigentlich Top 3 bis Top 1. Deswegen ist das schon hart, sowas zu sein. So, Freunde. Ist in Ordnung, normal. Nächste Challenge, nachdem wir relativ viel Action hatten, haben wir jetzt direkt noch mehr Duelle. Ich freue mich drauf. Wir gehen jetzt nämlich, wir haben jetzt noch 6 Spieler dabei. Wir haben jetzt, dann gehen wir direkt in die 1 gegen 1 Duelle. Das heißt, wir machen, weil es jetzt ein bisschen überfüllt wird, damit wir ein besseres Auge haben, darf ein Angreifer gegen einen Verteidiger spielen.
Und dann wechseln wir die Position durch. Das heißt, es gibt immer Pärchen, die spielen gegeneinander. Deshalb viel Spaß mit den 1 gegen 1 Duellen. Locker. Boah, Digga, er muss sogar seine die Maske richtig. Zwingt super Ball. Super Ball, ehrlich. Boah. Boah, der ist er. Okay, gerne. Locker, das winkt. Super Ball. Super Ball, ehrlich. Boah. Boah, der ist er. Oh, macht er gut. Digga, wer könnte das sein, ja? Oder sein Antritt ist ja geisteskrank. Boah. Locker, das winkt. Super. Ich schwöre, ich bin beeindruckt. Super Ball. Super Ball, ehrlich. Boah. Boah, der ist er. Oh, Digga, das macht Spaß, das auch anzugucken irgendwie, ne? Alter. Guck mal, wie er danach zurückkommt. Oh, macht er gut. Alter. Ich sag euch ehrlich, 10 von 10 Durchgang. Kannst du nicht besser lösen, 1 gegen 1. Guck mal, wie er danach zurückkommt. Bruder, er sieht so. Der hat einen Antritt. Er ist so explosiv, geisteskrank. Marek, danke schön für 2 Monate. Super Ball. Super scheiß Touch. Aber macht zweimal exakt das Gleiche. Aber er macht zweimal exakt das Gleiche, Chat. Super Ball. Der Touch war bodenlos. Super scheiß Touch. Also ich sag euch ehrlich, hätte ich nur den ersten Durchgang gesehen, hätte ich gesagt, krass. Also war auch krass. Aber der zweite Durchgang gibt mir jetzt so ein bisschen zu bedenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Profi ist. Oder ein Profi, der den Ball so annimmt und also kann auch mal den Ball verspringen. Aber exakt den gleichen Durchgang? Ja. Oh, gerne. Er ist halt so ein Monster, Digga. Er ist halt ein richtiges Tier. Oh, sehr schön gemacht. Hübsch, Alter. Oh. Geil. Ja, aber so einer muss über außen kommen. Die sind beide gut. Ja, ja, gerne. Schöner Ball. Schöner Tag. Jetzt ist vorbei. Boah, geil. Boah. Alter, was für ein Körper. Oder er ist wirklich ein Monster. Der Körper halt. Ja. Wenn ihr ready seid, gerne. Geiler Ball. Super Tag. Gute Annahme. Tempo rein. Nein. Malatya ist für mich raus. Malatya ist für mich raus. Obwohl, gute Annahme. Schön. Ich nehme mein Wort zurück. Wir warten erstmal. Schön, den Moment abgewartet. Ball hat er gut gemacht. Super. Oh. Alle sind echt nicht schlecht, ne? Alter. Beide super, ne? Ja, mit Tempo, Digga. Geil. Oh, Alter. Ja, wollte was. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Schön. Ja, gut. Boah, schwierige Folge. Komische Folge. Digga, ja. Shooter. Digga, auch. Boah, seine Annahmen auch und so. Das ist Vorentscheidung für mich. Ja, super, das sind die Zweikämpfe, die wir brauchen. Guck mal, wie er auch raus. Ah, nee. Digga, das ist. Oh, ja. Das ist Vorentscheidung für mich. Ich sag euch ehrlich. Irgendwie, auch wenn seine Art und Weise ein bisschen komisch ist, wie er läuft. Köln? So, das mag ich. Das ist so eine geile Aufstellung. Dario meinst du jetzt, ne? Ja. Digga, wie er den Ball annimmt, wie er auf ihn zuläuft mit Tempo. Ja, Bro, das ist schon gut. Das ist Vorentscheidung für mich. Ja, super, ist halt das so ein bisschen die so. Zweikämpfe, die wir brauchen. Guck mal, wie er auch. Das sind so diese Bewegungen, die ich ein bisschen komisch finde. Ah, nee. Digga, das ist.
Aber trotzdem Köln auf jeden Fall für mich. Oh, oh, ja. Lorenz, Dankeschön für 2 Monate, Brudi. Alter, das ist vielleicht für mich eher so ein Fußballspieler. Heute ist ein guter Torwart, ne? Heute ist leider ein guter Torwart. Sehr, sehr guter Torwart. Für so kleine Tore noch dazu. Gegen Ilka. Ja, gute Fußball. Trabzon ist für mich definitiv zu wenig. Trabzon ist für mich definitiv zu wenig. Keine Chance, Bro. Ich sage euch, dieser Nathan, der ist gefährlich. Eka, lass dir jetzt nichts schenken, ne? Vollgas jetzt. Ja, jetzt einmal echt Vollgas. Auch gute Bälle. Ja. Dann muss gleich schießen. U19 oder U17? Das ist. Alle schreiben einfach erste B, Digga. Ihr seid so hässlich. Ihr seid so hässlich, Digga. Ach, Digga, ich lasse mich einfach in Ruhe. Nimmst du ihn schon wieder so an? Diese Piepenannahme, die triggert mich so. Den nimmt keiner so an. Nein, du nimmst ihn von der Innenseite sauber an. Der erste Kontakt nach vorne. Das lernst du ja auch bei Wiesbaden. Nathan, kannst du mal den Ball versuchen, mit der Innenseite anzunehmen? Wenn du ihn annimmst, dann klebt er an der Sohle, weißt du? Dass du dann direkt so Marcello-like, aber das machen ja auch die wenigsten. Einmal sehen jetzt ohne diese Piepenannahme. Ja, schon tausendmal besser. Alter. So, Freunde, wir müssen jetzt die nächste Entscheidung treffen. 2 weitere Teilnehmer rauswählen. Wer will anfangen? Amar hat gerade angefangen. Ich fange an. Okay, gerne. Ja, für mich ist Nathan. Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich würde auf jeden Fall Trabzon raushauen und Malatya. Ich würde Trabzon und Malatya raushauen. Irgendwie vom Gefühl her, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich täusche mich übertrieben. Und keiner soll hier irgendwas sagen, aber ich weiß nicht warum. Dieser Junge gibt mir einfach ein Gefühl, ach, ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung, es passt einfach voll wie für Wien, Wiesbaden. Egal, ich würde auf jeden Fall Trabzonspor und Malatya raushauen, ich persönlich. War gerade ja schon ein enges Ding, ne? Hab mich wieder nicht überzeugt. Ilka auch, alleine bei Trabzonspor, da haben wir dann zu wenig, deswegen, was sind meine 2? Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, ich finde, ihr seid... Ich habe schon viele Folgen gesehen, aber ihr seid wirklich alle gute Spieler. Aber für mich war jetzt der letzte Durchgang auch der schlechteste von den dreien und deswegen wäre ich auch eher bei euch beiden. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Für mich auch die ersten beiden Durchgänge richtig Feuer drin gewesen. Ne? Zug, da war alles dabei, da wurde richtig auch gefightet. Letzter Digga, meine zu Niklas Süle, brutal geiler Typ. Also wie er rüberkommt, brutal sympathisch. Durchgang qualitativ der schwächste und deshalb würde ich auch die letzten beiden rauswählen. Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Ist für mich eins zu eins das Gleiche. Schade, ich hätte das gerne angeführt, weil dann hätten alle da draußen gedacht, boah, der hat ja richtig Ahnung. Alter. Also ich hatte einen Vertrag bei Trabzonspor, aber ich habe halt bei der zweiten gespielt da. Also aktuell so, ja okay, ich habe einen Vertrag, aber ich spiele halt bei der zweiten. Welche Liga ist die zweite? Dritte Liga. Dritte in der Türkei, ja. Und du hast denn beim Profivertrag in der ersten Mal? Also bei ja, also ich hatte einen Profivertrag da. Niemals, Digga. Ich check gar nichts mehr. Und dann wurde ich halt sozusagen, also ich habe bei der zweiten gespielt und die haben so einen Kooperationsverein. Und da haben die mich dann ausgeliehen. In der ersten, was verdient man? Was verdient man so in der dritten? Pi mal Daumen muss ja nicht boah, direkt. Also ich bin von Deutschland dahin gegangen, also nach der U19. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Euro umgerechnet ist. Sag mal, wie viel Lira? Wie viel Lira? Ja. So 10.000. Mit Profivertrag bei Trabzonspor 10.000 Lira? Ja, also ich bin halt junger Spieler gewesen. Das ist 1,5, ne? Alter, er ist übertrieben nervös. Man kriegt wirklich fast das Gefühl, er will fast so Tränen bekommen, ne? 300 Euro. Digga, er hat sich einfach nicht vorbereitet, ne? Er hat damit nicht gerechnet, dass die Fragen mit wie viel Geld. Einfach 10.000 Tele, 300 Euro. Oh, nice. Du, oder? Ich weiß nicht, wie viel ist es? Ich glaube schon. Der Kurs steht. Ist bei 30, glaube ich, der Kurs gerade. Bei 30 so. Mittlerweile, ja. Aber was ist denn jetzt in der dritten so? Also was, oder ist das jetzt der dritte, das, was du in der dritten bekommst?
Jetzt warst du in der dritten? In der dritten Liga, 1,50 oder was? Ja, ich will jetzt die genauen Preise halt auch nicht jetzt so preisgeben, ne? Ja. Oh. Ich dachte doch, das wäre eine komische Frage von Amar, aber irgendwie hat sie uns was gesagt. Küchert, jetzt... Du kannst die Frage besser beantworten, weil wir dir das auch ein bisschen eher glauben. Also, in der türkischen dritten Liga kriegt man Handgeld, Auflaufprämie und Punktprämie. Und wenn man, also die Deutsch-Türken, die da meistens sind, ich habe 2, 3 Kollegen, die aktuell in der dritten Liga spielen, kriegen auf jeden Fall ganz am Anfang kriegen die halt Handgeld in Euro oder ein türkischer Lehrer, kommt darauf an, was sie wieder verhandeln mit dem Manager. Und ich schwöre, er ist ein Löwe. Er ist wirklich ein Löwe. Kürsat ist ein Löwe. Ja, also ich wollte ihm nur mit der Antwort helfen eigentlich. Weißt du, was verdienst du denn so Pi mal Daumen in der zweiten türkischen Liga? In der zweiten türkischen Liga kommt drauf an, also da ich ein Deutsch-Türke bin, verdiene ich einen Teil in Euro und einen Teil in türkischer Lira. Ich habe meine feste Summe, habe ich in Euro, die ich auf mein Konto kriege. Und ob man genaue Zahlen darüber sagen möchte, weiß ich jetzt. Also, Punktprämie nur Pi mal Daumen, weil ich kenne die Preise da einigermaßen. Also meinst du im gesamten Jahr oder nur monatlich ausgerechnet? Nur Punktprämie, was ihr pro Spiel kriegt. Punktprämie? Ja. Ja, also in der türkischen Lira sind das 30.000, 50.000 Lira um den Dreh. Zwischen 20.000 und 30.000 kriegt man auf jeden Fall als Punktprämie. Pro Punkt? Nein, für den Sieg meine ich. Pro Sieg. Aber in der zweiten Liga 300 Euro? Digga, niemals. Aber, ist doch egal. Scheiß drauf. Du kriegst doch nicht für einen Sieg in der zweiten oder dritten Liga 300 Euro, Digga. Du kriegst ja hier in Deutschland in der Oberliga schon 100 Euro für einen Sieg. Oh ja, meine Entscheidung bleibt. Dankeschön, Nathan, und Dankeschön, Ilka. Ich glaube, wir waren jetzt noch einig, ja? Ja. Vielen, vielen Dank. Ihnen. Vielen Dank. Guck mal, ohne viel Gelaber rausgehen. Ich mag das. Ich bin gar nicht zufrieden mit der Leistung. Ich habe in der Five-Shot-Challenge nicht gut rausgestochen und beim 1 gegen 1 auch nicht. Also ich konnte nicht das zeigen, was ich auf jeden Fall kann. Und ich kann auf jeden Fall mehr. Hat heute leider nicht gereicht, aber was will man machen, so ist das Leben. Ne? So, top! Digga, überlegt mal, Chat. Für uns mittlerweile, die beiden, also wie die gerade geredet haben, einfach komplett normal. Aber für uns ist es mittlerweile sympathisch, weil wir schon Kandidaten dabei hatten, die nur rumgeheult haben und immer stechen und frech waren und keine Ahnung was. Eigentlich, so wie die reden, ist es ganz normal, ne? Eigentlich. Aber für uns mittlerweile ist es sympathisch geworden, weil wir den Vergleich haben, dass manche so frech sind und so Dings da reden. Krass. Freunde, nächste Challenge, da sehen wir ein paar Flugbälle, kennt ihr auch schon. Also Flugball, klatschen lassen aus der Luft, ein Kontakt. Also ich sage, es war ein Fehler, Nathan oder Nathan rauszuhauen. Irgendwie, dieser Junge macht mir Angst, dass er es sein könnte. Ich weiß auch nicht, warum. Ablage, Abschluss aufs Tor, da haben wir die Flugbälle. Eigentlich haben wir da relativ viele Aktionen hintereinander weg. Und so haben wir alle in Bewegung. Deshalb viel Spaß mit dieser Challenge. Das ist immer was mit Aufregung zu tun. Gut dabei. Guter Touch. Mega. Ja, oh, der war hübsch, Alter. Oder der Torwart macht mir auch Angst. Das ist echt schwierig. Also im großen Tor könnte er reingehen, ne? Also wenn er dann halt natürlich ins Eck einmal Position steht. Einfach durchtauschen. Und auch nochmal fürs Video. In Dortmund gibt es kaum Hallen. Oder wir haben keine gefunden mit großen Toren. Alter. Jungs. Alter Schäfer. Digga. Der Torwart ist der Bro. Schöner Ball. Ist doch gut. Rielend. Alter. Oh, einen guten Schuss, Mann. Ja. Wow. Dein Körper. Boah, super Touch. Schön. Rechts oder? Oh nein. Digga. Ist halt schon nah, ne? Ist halt schon nah. Aber der Touch, wie er den mit rechts holt, war technisch auch sehr sauber, ne? Ja, jetzt willst du viel. Schlager jetzt willst du sehr viel. Also, Bruder, ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, selten. Also, Bruder, ich habe selten so eine Abschüsse gesehen wie der Mann. Aber also, der Bruder, Touch, wie er den mit rechts holt? Wie er schießt, ist geisteskrank. Krass. War technisch auch sehr sauber, ne? Also, Bruder, wie der Mann schießt. Ja, jetzt willst du viel. Jetzt willst du sehr viel. Digga, was? Bruder.
Bravo. Das hat erst den Schuss. Aber schießen kann auch ein guter... Aber er macht schon gut. Auch die Show, die ihr danach abzieht, gefällt mir. Warte, Mr. Anonym? Mr. Anonym? Kannst du kurz herkommen, bitte? Ich will mich mal nur mal neben dich stellen. Ich will nur gucken, wie groß du bist. Ja, okay. Wie groß bist du einmal ungefähr? 1,83. Du bist so circa 1,88. 1,87. Wer ist das, ja? Linksfuß? Krass. Ein Ochse, ey. Dass du mal auf den Verein guckst, oder? Das ist super. Ja, 21 sein. Oh ja. Oh ja. Ich sag euch ehrlich, Digga, die schießen. Ich kann bis jetzt nichts sagen, ne, hier. Ich kann hier niemanden rauswählen, ich kann nichts sagen. Aber klar, das ist gut. Das heißt, Seite fest. Ehrlich. Ja. Oder die machen alle gute Flugbälle, die legen alle den Ball gut ab, die platzieren alle die Schüsse gut. Wenn du einen rauskommst, krass, dann ist dann er. Er ist technisch zu sauber, er ist zu realistisch. Ja, ja. Und Mr. Anonym hat den Torwart fast kaputt geschossen. Ja, dann lass uns ganz kurz, bevor wir die Entscheidung treffen, wir müssen ja gleich zwei rauswählen, das war ja das Halbfinale, eben ganz kurz die Storys anhören. Fangen wir mal mit Mr. Anonym an. Ich habe damals mit 7 in meinem Heimatverein angefangen. VfL Senden ist in Münster. Bin dann. Ach, er muss ja jetzt die Wahrheit sagen, Digga. Jetzt bin ich gespannt. Von der U12 nach Preußen Münster gewechselt. Hab da die ganze Jugend durchgespielt bis zur U23. Sind dann eigentlich in die Regionalliga aufgestiegen, aber konnte nicht aufsteigen wie in unserer ersten Mannschaft, weil die erst dann in die dritte aufgestiegen sind. Und von da aus bin ich in die Regionalliga Nord, Augsburg U23. Und trainiere eigentlich bei der ersten Mannschaft mit. Hab gegen Dortmund gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Erinnert euch an das Tor. Der spielt der Zitate, ne? Dass er Demirovic ist. Der spielt die, ne? Merkst du es? Weil er es vorhin gehört hat. Wie viele Bundesliga-Tore hast du denn? Ich? Ja. 8. Moment. Stopp mal! Augsburg, Regionalliga Nord stimmt nicht. Kann gar nicht sein. Stimmt, ihr habt es auch gehört, ne? Nord geht nicht. Nord-Nordost ist härter und sowas. Bravo, Chat. Nein, niemals. Nein. Egal, wie gut du schießt, egal, wie platziert du schießt und egal, was für ein Wumms du hast dich mit deiner Story verkackt. Chat, ihr seid super. Chat, ihr seid super. Das ist sogar, glaube ich, richtig. Ich glaube, die Miro. Augsburg ist nicht Nord. Chat sogar 8. Bist du Deutscher? Ich? Bosnier. Bosnier? Bosnier, Digga, wer ist Bosnier? Serhat Kolasinac. Kolasinac. Aber macht alles keinen Sinn. Hä? Er ist eine Ratte. Er hat es gehört von mir, dass er dem ähnlich sieht, von der Statur her auch könnte. Linker Fuß. Demirovic ist Bosnier. Er spielt die Demirovic-Karte. Fuß? Frisur gleich. Dreh dich mal bitte um mit deiner Kopfform, Demirovic. Nein, das ist er nicht. Nein. Nein, niemals. Aber wer kann das sein? Also er soll anonym sein und jeder kennt ihn, ne? Wo bist du geboren? In Deutschland? Ich? Ja. Ja, ja, das ist er nicht. Ich glaube, der Demirovic ist kein Deutscher. Der ist Schweizer. Nein, Mann. Der Demirovic ist Schweizer. Schweizer? Oh, das wäre geil, wenn du ihn jetzt an den Eiern. Der Demirovic ist Schweizer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er kein Deutscher ist. Okay, danke dir. Ja? Hören wir uns mal den nächsten an. Aber schönes Tor gegen uns. Ja, wie gesagt, ich spiele zurzeit bei Schalke in der U17 und meine Geschichte ist, dass ich... Ich bin mir sicher, dass er kein Deutscher ist. Okay, danke dir. Ja? Demirovic ist Rechtsfuß. Ja, dann ist sowieso vorbei. Aber mich interessiert trotzdem übertrieben, wer der ist. Wer soll das sein, ja? Hören wir uns mal den nächsten an. Aber schönes Tor gegen uns. Ja, wie gesagt, ich spiele zurzeit bei Schalke in der U17 und meine Geschichte ist, dass ich Ende 2015 in Deutschland ankam. Also ich bin jetzt seit circa, wie viele Jahre sind das umgerechnet? 7 Jahren ungefähr. Und ja, ich habe direkt bei Eintracht Dortmund angefangen. In der U12, denke ich, war das. Dann habe ich U13 und 14, 15 und 16 bei Eintracht gespielt. In der U16 bin ich direkt dann in die U17, also halt als Jungjahrgang bei den Altjahrgängen habe ich mitgespielt. Ja, dann haben wir gegen Schalke U16 gespielt in der Westfalenliga, da halt gegen meine Altersklasse. Und dann wurde ich direkt von der U16 angefragt, dann bin ich halt im Winter dahin gewechselt und spiele jetzt das ist jetzt mein
sozusagen zweite Saison. Also ich habe ein halbes Jahr da gespielt in der U16 und jetzt spiele ich in der U17. Nein, niemals. Niemals mit seinem Bart ist er 16 Jahre alt. Nein. Da kannst du noch so ein guter Fußballer sein. Einfach wegen seinem Aussehen und seiner Story, du bist nicht 16 Jahre alt, tut mir leid. Er spielt mit 8 Jahren in der U12. Nein, niemals. Niemals. Wie heißt der U19-Trainer bei Schalke? Kenn ich nicht. Musst du doch kennen. Muss ich nicht. Achte auf mich, auf meine Leistung. Und jedes Jahr kommt ein neuer Trainer. Aber mein Trainer heißt Leon Enzmann und den kenne ich genug und das reicht mir. Boah, das ist halt schwierig. Also eigentlich weiß man, also zumindest setzt man sich ja damit irgendwie auseinander. In einem halben Jahr ist er ja U19-Spieler. Genau. Da weiß man eigentlich, wer ist nächstes Jahr mein Trainer. Ich habe aber bis jetzt keinen Vertrag, wenn keiner auf mich zukommt. Also für die Nein. Du kannst, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Soweit ich weiß, kannst du nicht ohne einen Vertrag in einer U17 bei Schalke 04 spielen. Und er ist kein Pro. Das kann, ehrlich, das kann sein? Also ich kenne niemanden bei Hertha BSC in der U17. Da haben manche keinen Vertrag, das glaube ich nicht. Ja, davon mal abgesehen, ob Pro oder nicht Pro. Er hat sich selber verraten, ja. Aber in der U17 kann man keinen Vertrag haben? Ehrlich jetzt? Moment mal ganz kurz. Das interessiert mich jetzt gerade übertrieben. U19 versuche ich mich natürlich darum zu kümmern. Ich habe meine 7 Tore schon. Ist er ja U19-Spieler. Genau. Da weiß man eigentlich, wer ist nächstes Jahr mein Trainer. Ich habe aber bis jetzt keinen Vertrag, wenn keiner auf mich zukommt. Also für die U19 versuche ich mich natürlich darum zu kümmern. Ich habe meine 7 Tore schon. Er versucht sich drum zu kümmern. Da brauchst du dich nicht drum kümmern. Du hast einen Berater, der sich darum kümmert. Und der Rest kommt mit der Zeit. Vor allem der ist auch wirklich. Aber er redet voll so überzeugt, ne? Bekannte U19-Trainer, weil die haben. Wie heißt der Trainer von BVB U17? U17-Trainer soll ich von BVB kennen? Oder U19? Er, also Unterschied ich bin kein Jugendspieler. Digga, was die immer für Vergleiche nehmen. Als ob ein Niklas Süle von der U19 den Trainer von Borussia Dortmund weiß. Er ist schon da. Er fragt einfach zurück. Wo du hin willst. Aber wo ich in Hoffenheim in der Jugend gespielt habe, kannte ich den U15, U17, U19 Trainer. Weißt du, ich nicht. Also ich kenne. Oder U19. Aber er hat recht, ich schwöre ja, ich sehe es genauso. Weil bei mir, wo ich U15 oder sowas war, ich wusste, wer U16, U17 und U19 Trainer ist, ich schwöre. Und der Rest kommt mit der Zeit. Vor allem der ist auch wirklich bekannt, der U19-Trainer, weil die... Der U19-Trainer von Schalke ist bekannt, ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber der hat so lange Haare und hat eine Brille, glaube ich. Ich weiß sogar, wie er aussieht und so. Wie heißt der Trainer von BVB U17? U17-Trainer soll ich von BVB kennen? Oder Norbert Elgert, stark. U19. Also ich bin kein Jugendspieler. Er ist schon da, wo du hin willst. Aber wo ich in Hoffenheim in der Jugend gespielt habe, kannte ich den U15, U17, U19-Trainer. Muss ich nicht, also ich denke, vielleicht ist das so, aber... Wie gesagt, ich achte auf meine Leistung. Wenn der U19-Trainer meine Leistung auch gut findet, glaube ich schon, dass sie auf mich zukommen werden. Und ich weiß schon, dass sie bald auf mich zukommen werden. Ich bin mir 100% sicher, so Gott's will. Und dann bitte. Du kannst auch kicken, sieht bitte? Man. Du kannst kicken, Süleyman. Dankeschön. Wollte ich auch gerade sagen. Also du bist ein Wahnsinns. Ich kann noch viel besser. Aber du spielst nicht bei Schalke U17. Ja. Doch. Nein. Wie du möchtest. Nein. Schau mich an und sag's mir. Ich spiele bei Schalke U17. Wie du möchtest, sagt er einfach. Du kannst gerne aufstehen, dann zeige ich dir was. Oh, okay. Ja, gut. Boah, wieso machen die so viele Ansagen? Für mich ist aber Niklas einer der schnellsten Innenverteidiger in der Bundesliga. Das hat nichts mit Aussehen zu tun und Körperstatur. Er hat einer der meisten, glaube ich, Marktwert auch bei BVB. Aber wenn er sich mit anderen Innenverteidigern misst, ist er einer der schnellsten. Aber bist du wirklich, ne? Danke, Süleyman. Richtig? Ist das so? Weiß nicht. Dann doch, du das weißt du ganz genau eigentlich. Doch, doch, das stimmt. Niklas Süle ist sehr, sehr schnell. Keine Ahnung, wer jetzt darauf kommt, es zu erzählen, aber Niki Süle ist sehr schnell. Ist aber lieb von dir auf jeden Fall. Nee, ich sag ja nur, ich habe mich ein bisschen informiert. Ich liebe Fußball und deswegen informiere ich mich gerne. Warum hast du... Aber wie kommt es jetzt einfach aus dem Nichts, wa? Ich verstehe den Zusammenhang jetzt gerade nicht mit mir. Nee, ja. Aber ich glaube, du bist nicht bei der Schalke 17. Nee, dann ist es halt. Aber ich glaube, du bist ein super Typ und du kannst auch wirklich kicken. Danke sehr. Darf ich dich einmal umarmen, Niklas?
Bitte? Darf ich einmal machen? Ja. Nein. Digga, diese Feinde Pro-Reactions sind die krassesten, ich schwöre. Da kriegst du jede Woche aufs Neue irgendwas Neues. Voilà, Niki Seele ist geil, ja. Und Max? Ja? Sag, wenn du magst. Wenn du magst. Geil, Digga. Ich zick zwar gar nichts, aber ich verstehe es nicht. Jetzt hofft er nochmal. Ja, also Dario, den Namen kennt er jetzt. Ich check gar nichts, Digga. Ich check gar nichts mehr, ich schwöre. Süle, Herzenstyp. Ich sag euch so, wie es ist. Mittlerweile. Ich habe angefangen beim KSV Heimersdorf. Das ist ein kleiner Verein in Köln. Bin dann auch direkt nach der Bambini, also der kleinsten Jugend, zum 1. FC Köln gewechselt. Von der U8 bis zur U10 war ich da. Da haben sie mir dann gesagt, aufgrund meiner Körperstatur, dass es nicht reichen wird mit 9 Jahren. Und bin dann zur 1. Jugendfußballschule Köln gewechselt. Das ist da direkt neben dem Rhein-Energie-Stadion. Taxofit-Fußballschule kennt man vielleicht auch. Hab da 3 Jahre gespielt und wurde dann auf einem Hallenturnier von Fortuna Düsseldorf gescoutet. Und bin dann zur U17 zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Hab da dann die U17 und U19 gespielt und bin danach zum FC zurückgegangen, weil mir in Düsseldorf kein Vertrag für die zweite Mannschaft angeboten wurde. Hatte dann natürlich noch die Kontakte und bin dann zu U21 zurückgekehrt und spiele jetzt seit 2022 in der U21 beim FC. Direkt die Frage, die wir die... Boah, er sagt so noch beim FC. Er sagt nicht so beim bei Köln, sondern er sagt so noch sogar so beim FC. Ich sag ehrlich, die Story war eigentlich nicht verkehrt. Die ganze Zeit hatten U21 oder U23. U21, also es ist im Endeffekt ist es ein U23, ja. Also du darfst 3 Spieler über 23 haben, aber beim FC heißt es warum auch immer U21. Okay. Keine Ahnung. Du warst bei Köln, gab es da eine U, es heißt doch U23. Eigentlich ja, ich habe ja, beim FC also heißt es wirklich U21, also kannst auch gerne, wenn du googelst, ist entweder FC2 oder U21. Ich würde so gerne googeln, weil ich kenne, ja. Kann schon sein, dass, nenn mir mal ja. drei Vereine in der Regionalliga West aktuell. Alemannia Aachen, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, Bocholt ist Erster. Okay, ist richtig. Wer sind bei euch die älteren Spieler? Salger ist älterer Spieler, Höger ist älterer Spieler. Und das war es dann eigentlich auch schon. Wer ist Zweiter? Aber Bruder, wie aus der Kanone geschossen, ich sag euch ehrlich. In der Regionalliga West? Alemannia Aachen. Guter Call, ja. Danke dir, Dario, ja. Gerne. Ich glaube, ey, das war sehr, sehr flüssig. Ich sag so, wie es ist. Ja, ich habe angefangen mit dem Fußball mit 3 Jahren. Bei mir in der Heimat in Emstetten ist neben Münster. Und habe da bis zur D-Jugend bei mir in der Heimat gespielt. Danach kam der Wechsel zu Preußen Münster. Und bis zur U23 war ich bei Preußen Münster. Dieses, wenn man so hin und her wippt und so seinen Körper bewegt und so, zeigt man damit voll, dass man unsicher ist und sowas. Und danach kam halt der Wechsel in die Türkei, in die 2. Liga, zu jedem Amateurspor. Du kommst aus Emstetten? Richtig. 20 Minuten von mir entfernt. Ja, so nervös halt, genau. 25 Minuten ne? Vielleicht. Ja. Dann zu Preußen Münster gegangen? Genau. Ist ja auch keine Entfernung, ne? Emstetten, Preußen, wie lange? 20 Minuten. 20 Minuten, wollte ich gerade sagen. Ja, mit dem Auto. Ich weiß nicht, ich kenne auch einen Kollegen von mir, der hat hier Niederrheinliga gezockt und der ist dann in die 2. türkische Liga gegangen. Das passiert schon häufiger. Also ich hatte auch schon vorher Kontakt in die Türkei. Ich hatte auch schon vorher Kontakt in die Türkei. Ja. Ich hatte auch damals einen Angebot von Galatasaray für Istanbul. Schwer! Weiß ich nicht. Von Gala? Sport 1 ist alles im Internet, kann man noch nachgoogeln. Krass. Deswegen. Ich glaube, das stimmt sogar, wenn er das so sagt. Ich kaufe dir das eigentlich vom Dinger alles ab, weil du, also ihr seid alle 4 übel krasse Kicker, ne? Also es macht gefühlt gar keinen Unterschied. Es geht nur um Story und wie ihr es erzählt und so. Aber psychologisch gesehen, wenn man was erzählt und dann währenddessen halt, während man erzählt, halt so macht, ist es so unterbewusst, dass man sagt, eigentlich ist es nicht wahr. Ich hätte nicht gedacht, dass Amar so Calls gibt. Das kann auch daran liegen, ich habe das Erdbeben in der Türkei miterlebt, also die Erdbebenkatastrophe. Das tut mir leid. Ja, und da war auch mein Verein betroffen und ist auch ein Mannschaftskollege von mir gestorben. Also ich sag mal so, da müsste man sich erstmal psychisch auch so fangen, wenn so... Oh mein Gott, Digga, das... Boah... Das kann man ja nicht erzählen, oder? Das meine ich doch, das kann man doch nicht erzählen. Das kann man doch nicht so... Boah.
Niemals ist das, das kann nicht gelogen sein. Manche Kollegen und auch Familien aus der Heimat so untergehen, also deswegen ist mein Fußball, also Fußball ist meine Leidenschaft und ich spiele schon seitdem ich 3 bin und ja. Was ist nach dem Erdbeben passiert? Ist der Spielbetrieb war ja komplett eingestellt? Also für 4 Wochen war der Spielbetrieb eingestellt und die Mannschaft von uns hat sich zurückgezogen, so wie Hatayspor auch. Hatayspor, das weiß ich. Genau, da gab es noch mehrere Mannschaften auch in den unteren Ligen. Weil die der Presi von Hatayspor ist gestorben, ne? Beim Erdbeben? Er muss, also ich sag euch ganz ehrlich, er muss das eigentlich. Also ich glaube, er ist es. Krass. Yedi Malatyaspor. Kann das? Christian Atsu ist gestorben, richtig. Und bei uns ist Ahmet El Türkaslan gestorben. Torwart war das. Torwart, genau. Das war da. Okay, das stimmt sogar wirklich. Ich kenne die Story. Und dann war Baştaş war auch noch damals da. Er ist aus dem zweiten Stock weggesprungen, hat sich den Bein gebrochen oder Arm. Krass. Irgend sowas war da. War das diese Geschichte, dass euer Torwart in einem Hotel oder so gestorben ist? War das diese? Genau, richtig. Das war die Story. Es kann sein, dass er dort gespielt hat und jetzt nicht mehr. Okay. Ich glaube, das ist alles wahr. Okay, dann so, wir sagen, es ist alles wahr, aber dann spielt er, also er hat halt da gespielt. Aber er ist es dann halt trotzdem nicht, sage ich. Wir haben diesen Instagram-Post gesehen damals. Richtig. Das war eine Residenz und er war mit seiner frisch verheirateten Frau dort. Die Frau kam noch raus, aber der Torwart halt nicht mehr, leider. Boah, ich hab Gänsehaut. Story stimmt auch, ne? Weil ich kenne die Story, ich habe die Story gesehen. Das hat uns sehr, sehr, sehr mitgenommen damals auf jeden Fall. Also ich habe jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Wenn man die Person immer gegenüber stand und auf einmal jetzt wegen so einem Erdbeben, ja, einfach verschnupft wurde, sag ich mal so, ne? Auf jeden Fall, wenn das stimmt, tut es mir wirklich leid. Ich glaube aber, hier geht's gerade, also schön, dass du auch wirklich erzählt hast und das ist auch super schön. Hier geht's aber gerade, glaube ich, um Fußball und ich sag mal so, ich kenne so viele Leute von meinem Bruders Kollegen, die sagen auch, ich war in der Türkei. Ich kenne keinen, der nach Türkei gewechselt ist, von der U19 Bundesliga oder Regionalliga und da Profi geworden ist. Also meistens geht man dahin, wird aus einem nichts und dann kommt man wieder nach Deutschland. Also ich will wirklich nichts gegen ihn sagen oder sagen, dass er lügt oder ich die Wahrheit sage. Ich suche auch keine Bestätigung, aber ich wollte es nur loswerden, dass... Die Sache ist die, was hast du jetzt davon, dass du sagst, dass er aus ihm eh... Wow. Finde ich nicht korrekt, Digga, was er jetzt macht. Egal, ob er recht hat, ob er der gleichen Meinung ist, Chat. Ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Ich bin der Meinung, dass wenn jemand sowas erzählt, du musst Respekt zollen und ruhig sein. Egal wie er es meint. Egal wie er es meint, du musst in so einem Momenten einfach ruhig sein, Respekt zollen und einfach gar nichts dazu sagen. Du kannst nicht in diesen Momenten was sagen. Hart. Nichts wird. So. Nein, nicht aus ihm eh nichts wird. Dass die meisten Leute, die nach Türkei wechseln, entweder wie der andere Kollege, der rausgeflogen ist, in der dritten Liga landet oder nach Deutschland zurückkommt. Bro, ich kenne ein Beispiel. Ahmed Sagar zum Beispiel, auch ein guter Freund von mir. So, Beispiel. Der ist zu Management. Von mir auch ein sehr guter, also ein guter ist auch ein Freund von mir sogar, ne? Ahmed Sagar. Der ist wirklich auch aus Deutschland dahin gewechselt. Hat sogar spielt zweite Liga jetzt da. Hat, glaube ich, sogar. War in einem Kader von der ersten Liga. War sogar, glaube ich, Torschützenkönig in der zweiten Liga in der Türkei. Trabzonspor gewechselt. Oberliga-Regionalliga-Spieler in Deutschland Oberliga-Regionalliga in Deutschland gespielt. Hier nicht mal performt. Türkische zweite Liga. Und dann den Wechsel zum Erstligisten. Dann ist er. Samsungspor hat er gespielt, krass. Zu Samsungspor gewechselt. Jetzt ist er ausgeliehen und trifft wieder in der zweiten Liga, wie er will. Und verdient gutes Geld da. Also, das ist nur ein Beispiel, was ich jetzt sogar. Digga, das verstehe ich halt auch nicht, Jerry. Wieso bewertet er das überhaupt? Er soll doch andere nicht schlecht reden, sondern selber überzeugen. Digga, warum müssen die denn immer auf andere gucken und auf andere gehen? Wenn du selber überzeugst und zeigst, mehr braucht man doch gar nicht machen. Ich verstehe das nicht. Sofort Hand. Nee, ich sag dir nur, als Türke so eine Geschichte kann man immer erzählen, weil wenn du mich jetzt sagst.
Digga. Von über Syrien und Fußball, was in Syrien abgeht, erzählen kann ich auch jetzt so eine Zeitung erzählen. Also es geht, also ich sag mal so, ich will euch nicht sagen, dass syrischen er lügt. Fußball kenne ich sogar auch. Aber wollen wir zusammen darum? Nein, nein, aber ich hoffe, ihr bewertet es, was fußballerisch angeht und nicht die Geschichte. Danke. Ja. Ja, also ich kann seine Sicht schon verstehen, aber wenn ich jetzt über Menschen rede, die gestorben sind und ich meine im Allgemeinen über sowas wird man sich glaube ich nicht lustig machen. Und ich finde, das braucht man auch nicht jetzt hier einzumischen eigentlich, ja, aber ich habe es schon gesagt wegen meinem Werdegang, damit ich es mir auch halt verstehe, ne? Und wenn man darüber dann sagt, so, ja, ich habe viele Leute in der Türkei gehabt, die sind zurückgekommen und so, ich meine, jeder versucht seinen Traum zu verwirklichen und Alhamdulillah, bei mir hat es geklappt. Ich schwöre bei Gott, ich habe Gänsehaut, wow. Ich habe Gänsehaut, Bruder, egal ob er es geschafft hat oder ob er es nicht geschafft hat, ich schwöre auf alles, ich habe gerade brutal Gänsehaut. Ich habe gerade brutal Gänsehaut vor diesen Menschen, der hier gerade redet. Ich habe brutalen Respekt und Gänsehaut. Ich stehe hier und ja. Ich habe genug gehört. Ja. So. Dankeschön. Ja, boah, brutal. Ich merke, ja, aber vor allem hat er auf eine Frage geantwortet, wo es eigentlich um Körpersprache ging. Genau, also, genau. Es ging genau, ja gar genau. Nicht gerade um Fußball. Ja, ja. Kann ich noch was sagen? Ich habe ja nie gesagt, dass ich in der Bundesliga spiele. Ich habe ja gesagt, ich spiele in der Regionalliga Nord bei Augsburg. Ich habe momentan 8 Tore. Regionalliga Nord. Digga. Und 3 Vorlagen. Ich wurde gegen euch eingewechselt. Und ja. Hast du gesagt, du hast dagegen getroffen? Ja, ja. Hast ja, ich habe ja gesagt, ich wurde gegen die eingewechselt. Hab getroffen dann. Das stimmt nicht, weil der Demirovic hat von Anfang an gespielt, weil der in der ersten Halbzeit das 1-0 gegen uns gemacht hat. Also Demirovic spielt auch nicht in der zweiten Mannschaft da, der ist absoluter Leistungsträger da in Augsburg. Ich habe ja nie gesagt, dass ich Demirovic bin. Ja, aber du musst ja sein, wenn du sagst, du hast gegen uns getroffen. Ja, ich habe ja nie gesagt, dass ich gegen euch, gegen die erste Bundesliga getroffen habe. Ich habe gegen die U23 ein Testspiel gespielt. Und da habe ich getroffen. Okay, das ist ein guter Ding. So. Gerade noch gerettet. Also ich sage einfach Regionalliga Nord. Warum checken die das nicht? Wenn er sagt Augsburg und Norden, das passt doch beides nicht zusammen. Alleine wenn man nicht vom Fußball geht und einfach sagt, Norden und Augsburg passt da gar nicht zusammen. Meine Entscheidung betroffen, ihr auch? Ich auch. Okay, dann lass. Jani, soll ich gleich sagen, ich liebe dich oder verstehe ich jetzt nicht? Lass uns unsere 2 Streichkandidaten final einloggen. Niklas, willst du anfangen? Ja, für mich Süleyman und Mr. Anonym. Wobei ich sagen muss, beide richtig gute Spieler. Sieht man auch. Aber so, wir müssen ja mehrere Sachen bewerten. Und da war für mich jetzt die Story von den anderen beiden, die auch sehr gut sind. Ja, okay, ich liebe dich. Was soll ich sagen? Ja, dann sage ich es halt. Wenn ich es sagen soll, dann sage ich halt, ich liebe dich. Bisschen glaubhaft, ja. Ich bin dabei dir 100%. Also, glaube ich, haben wir uns auch so abgesprochen, ne? Also, das wäre voll cool. Wir haben uns irgendwie so blind alle dann irgendwie auch für das Gleiche entschieden. Die Story sagt es einfach schon am meisten. Top-Spieler, ihr beide. Wirklich top, 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 top. Nicht das türkische Top, sondern das deutsche Top. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich freue mich richtig aufs Finale, aber bevor wir zum Finale kommen, Dankeschön, Mr. Anonym und Süleyman. Ja? Ja, vielen, vielen Dank. Also ich hätte gleich entschieden. Ich hätte gleich entschieden. Digga, ich weiß aber, ich glaube immer noch, ich weiß nicht warum. Mein Gefühl kann komplett Quatsch sein, aber irgendwie Nathan, ich weiß auch nicht, Digga. Komplett, glaube ich, Quatsch von meiner Seite, aber egal. Entscheidung der Jury ist auf jeden Fall akzeptabel, weil mit meinem Aussehen um 17 Schalke zu spielen, ist schon eine andere Nummer und deswegen bin ich auch zufrieden, was sie gesagt haben. Also das, was die Jungs da gesagt haben gerade, ist totaler Quatsch. Können die Entscheidung auch nicht verstehen, aber die werden gleich selber sehen, wer hinter der Maske steht. So Freunde, Final-Challenge. Gibt nichts Schöneres als die 1-gegen-1-Duelle. Dario gegen Kühlschat. Freue mich aufs Finale. Dann sehen wir gleich ein bisschen mehr. Also viel Spaß dabei. Mach doch gut. Alter. Weiter kämpfen. Oh, okay. Krass, Digga. Krass verteidigt, Alter. Maschine. Ist top. Ist super. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch. Ach, heute. Ich will mich auf nichts festlegen. Es kann auch Köln sein. Irgendwie könnte es. Ach, weiß ich auch nicht. Ich, selbst wenn das nicht ist, für mich hat das verdient. Das ist brutal. Das ist richtig gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Malatya das ist. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Jo, das ist Wahnsinn. Ich sag dir, ist ein guter.
Defensiv war so. Mach noch eine Aktion und dann wechselt ihr, ja? Dann hat jeder drei Aktionen. Okay, gerne. Oh, Dario mit links jetzt, ja. Du willst das zeigen. Also Malatya kann ich mir nicht vorstellen, ja. Oh. Freistoß. Ja. Digga, dieses Tempo, der Junge ist dieses super. Tempo der gefällt mir. Der ist super, ne? Das ist halt der Esel, ne? Sagt, aber ist diese Herdbogen-Geschichte, das wäre Wahnsinn. Das ist halt schön. Hm. Oh, schön gemacht, Alter. Aber du hast ja gesagt, das stimmt, ne? Hm? Ja, das stimmt. Ich kenne die Story. Ich sage, es ist Köln, Torwart oder Nathan. Der macht es. Oh. Also, das kämpfen wir nicht auf 22, oder? Nein, Mann. Das ist doch unbedingt 22, der Dario, Alter. Ja, ich mach, also auch für die Zuschauer, bevor wir jetzt nochmal in die 1 gegen 1 Duelle gehen, ich glaube, da ist es immer noch schwierig, lass mal Two-Touch nochmal hinterher machen, ja? Das heißt, Anspiel kommt, ein Kontakt, Annahme, Abschluss aufs Tor, ne? Dass wir den Kontakt sehen. Okay, dann wechseln wir ganz kurz die Challenge, das Finale in die Two-Touch-Challenge. Digga, der Torwart ist echt stark. Okay, dann wechseln wir ganz kurz die Challenge, das Finale in die Two-Touch-Challenge. Super Annahme. Bruder, super solider Durchgang, muss ich sagen. Bruder, also wenn du so mit der Innenseite schießt, ist es halt auch krank. Bruder, Torwart ist krank. Köln ist für mich potenziell. Und Nathan. Danke einfach. Ja, jetzt auch mit links, ja, bin ich gespannt. So. Schön, macht er gut. Mach noch einen, Dario, und dann wechselt ihr, ja? Doch, könnte ja schon, finde ich schon. Aber könnte auch gut 25, 26 sein. Schöner Schuss. Sehr schöner Schuss, der. Also wenn er nicht irgendwo, also wenn er nicht bei Köln spielt, dann hat der er danach muss, einen. Der muss eben mit 22 zu diesen älteren Spielern. Sagt er ja. Wenn er U21 ist, er ist ja auch älter. Ja, ja, dann ist er einer von den drei. Hau die mit ins Tor. Ja. Ne, dass der Profi ist. Ja. Aber die lachen auch noch. Ja, ja. Ich glaube, die wollen uns verarschen. Oh, der Keeper ist vielleicht der Pro. Ich sag auch, also ist es der Keeper, Nathan oder Köln? Aber ich weiß es diesmal, ich will mich auf keinen festlegen. Eine sehr schwierige Folge, muss ich sagen. Bruder, der Torwart ist auch sehr stabil. Ey, wenn man ehrlich ist, war Dario... Safe. Shadowbone, nein, hast du recht. Warum, Nathan? Ich weiß nicht, warum. Es ist, ich habe ja gesagt, sein Ablauf sieht nicht sauber aus und irgendwas, das stört mich auch viel, aber irgendwas in meinem Kopf sagt mir, keine Ahnung, wen, Wiesbaden, U19, Linksverteidiger, weiß ich nicht. Das, von der Geschichte her ist es möglich. Von den Durchgängen her besser. Weil für mich war das der Stärkste. Guter Schuss. Der Torwart ist warm. Ey, sag mal. Können wir bitte ganz kurz eine andere Sache festhalten? Also der Torwart, also Keeper, du bist eine 1 plus mit Sternchen. Wirklich, du bist geistesgestört. Keeper Prime heute. Ja, das ist echt Prime. Freunde, für die Leute, die mich noch nicht kennen, Justin Bell. Und mit... Komm, finale Entscheidung. Okay. Amma, jetzt... Okay, ich gehe jetzt einfach rein. Reckless, wie gesagt, auch danke, dass ihr alle hier mitgemacht habt. Das ist richtig, richtig geil. Ihr seid alle Wahnsinnskicker und ich hoffe, aus euch allen wird... Ich weiß nicht, also im Finale würde ich sagen Köln. Ich würde sagen, also wenn wir jetzt zwischen den beiden entscheiden, Köln, sonst sage ich Torwart oder Nathan. Fragt mich nicht, wie ich auf Nathan komme, keine Ahnung. Es wird sowieso nicht stimmen, aber einfach mein Gefühl sagt mir Köln, Torwart oder Nathan, einer von den dreien. Was, oder ist schon was? Köln war schon besser im Finale, ja. Ball an und Mitnahme, Abschluss. Kürsat, du bist für mich der Profi. Die Geschichte nämlich mit, du bist spielerisch extremst krass. Ich finde deinen Abschuss Wahnsinn. Ja, einfach so sehr gutes Spielverständnis. Dario, du wärst spielerisch gerade bei dem letzten Durchgang bei mir auf jeden Fall vorne gewesen, hundertprozentig. Du hast so einen richtig geilen Antritt, sobald du den Touch gemacht hast. Geistesgestört, ich glaube, das hat hier fast keiner gemacht. Du bist so sehr selbstbewusst,
schießt direkt ab, machst keine großen Faxen. Das ist das eigentlich, was zum Profi-Dasein irgendwie dazugehört. Aber das wäre zu meiner Entscheidung. Ich finde die Story extrem krass und ich kaufe ihm das zu 100%ig damit ab. Ich bin bei Amar. Also mit der Story hat sie mich getroffen. Das hat mich überzeugt. Aber nochmal an alle, ne? Ihr habt Stopp gemacht, muss ich sagen. Hut ab. Für mich Dario vom Fußballerischen vielleicht her im Finale ein Ticken mehr überzeugt, aber dann mit der Story irgendwie, keine Ahnung. Hat er dich gecatcht? Hat er mich gecatcht, ja, so, war emotional. Wenn ich deine Folgen immer gucke auf der Couch, sieht es immer so einfach aus, ne? Aber ich muss sagen, heute war es für mich sehr, sehr schwer, weil ihr habt wirklich irgendwie alle Qualität. Ich bin sehr gespannt jetzt. Und irgendwie vom Bewegungsablauf sieht es wirklich sehr, sehr rund aus. Also habe ich jetzt noch nicht so oft so bei so Folgen gesehen. Da sind immer mal 2, 3, 4 Spieler, wo man denkt, so ja, die sind es auf gar keinen Fall. Aber das hatte ich heute gar nicht so. Ich nehme jetzt nur das Gesamte und da hat mir einfach am besten der Dario gefallen. Ich muss wirklich sagen, wie du verteidigt hast. Aggressiv, aber fair und irgendwie dynamisch sah das aus. Gute Calls. Die Jury heute echt top. Hast du aber auch irgendwie einen guten Abschluss. Also irgendwie als zentraler Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt bei Köln, kaufe ich die irgendwie ab. Und Kürse hat auch heute einen richtig guten Job gemacht. Aber wenn ich nur einen wählen dürfte, kann ich heute nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt einfach nur mein inneres Bauchgefühl. Nathan, sage ich. Nathan oder Köln. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Das ist ja das Format, dass ich es nicht weiß oder wir wissen, wer es ist. Deswegen sage ich mal, das ist meines Erachtens Dario. Ich lege mich auch auf Kühlschart fest, weil wenn ich mir denke, wenn die Story gelogen ist, bist du ein geisteskranker Schauspieler. Bruder, er hat nichts Krasses gemacht, aber dieses lang schlaksig, Linksfuß, Linksverteidiger, er muss nicht viel können. Linksverteidiger, geht hoch und runter, er ist so einer mit langen Gräten, wie in Wiesbaden, kommt auch hin. Keine Ahnung, Mann. Vielleicht täusche ich mich auch komplett, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Story gelogen ist. Das war zu realistisch erzählt, fußballerisch sehe ich Dario sogar auch ein Ticken weit vorne sogar. Ich fand dich fußballerisch einen Ticken weiter. Also, aber es geht ja darum, dass wir versuchen, den Pro-Spieler zu erkennen. Und da ist das Gesamtbild, auch wenn du vieles wusstest und auch gut informiert bist, aber ich gehe eher mit Kühlschart, weil wenn das gelogen ist, Skandal. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, oder? Dann darf jetzt mal bitte der Pro-Spieler. Ich schwöre, ich war lange nicht mehr so gespannt wie jetzt, ne? Lange nicht mehr. Bitte einmal nach vorne treten. Er ist es safe nicht. Der ist es. Alter, Bruder, der hat mich. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Beep, wenn ich was wusste. Ich bin der Größte. Ich schwöre auf. Ach, egal, ich sag nichts mehr, ich schwöre. Ich bin der Größte. Wenn ich davor irgendwas geguckt habe oder irgendetwas wusste. Ich schwöre, ich soll jetzt mit Twitch aufhören. Ich soll jetzt mit YouTube aufhören, mit alles. Wow. Ich habe Gänsehaut. Ich bin der Größte, wenn ich davor geguckt habe. Hä? Ich bin der Größte, wenn ich davor geguckt habe. Wow. Wow, Digga, mein Bauchgefühl. Mein, ach, Dicker, ich bin, ach, egal, ja, wow. Geisteskrank. Oh, warte mal, gibt er den Ball weiter? Nein, geisteskrank. Bruder, ich hab hört ihr mir gerade zu? Ich habe gesagt, wenn ich gerade lüge, bin ich der Größte, den es gibt. Ich habe nichts, Bruder, meine Freundin ist hier, wir haben Essen gemacht. Ich habe Shawarma, guck mal auf meine Story rein bei Instagram. Ich habe gar nicht die Chance gehabt, irgendwie zu gucken. Bruder, das ist einfach, keine Ahnung, er ist schlaksig, er ist lang, er ist Linksfuß, Linksverteidiger, Wien, Wiesbaden. Er muss nichts irgendwie was Besonderes machen. Er läuft hoch und runter. Und Wien Wiesbaden ist nicht weit hergeholt. Ich sage euch so oft, wenn du Vereine nennst wie Mainz, wie Bayern, wie Real, es macht keinen Sinn.
aber er passt einfach perfekt zu Wien Wiesbaden. Er passt einfach zu Wien Wiesbaden. Das ist ein Spieler, den ich mir komplett bei Wien Wiesbaden in der U19 vorstellen kann. Ich schwör's euch. Krank. Den hatte ich gar nicht auf dem Radar. Nein. Ihr habt uns alle so geflaxt. Ihr seid ja alle... Krass, Alter. Ich bin grad baff. Ich schwöre, ich klopfe mir selber auf die Schulter, dass ich das wusste. Digga, die Sache ist, ja, er war nicht gut gewesen. Aber es passt einfach als Spieler, er passt als Spieler Statur als Linksverteidiger zu Wien Wiesbaden. Wenn du lange Fußball gespielt hast, gerade im Nachwuchsleistungszentrum, glaub mir, dann hast du so ein Gespür dafür. Dann hast du so ein Gefühl, was dir sagt, das könnte passen. Ja, ja, ne, gucken wir, klar, wir gucken die Storys zu Ende. Alle der Wahnsinn. Krass. Kann man davon schon leben? Also nein, unterhaltsmäßig? Nein. Nee? Nein, ist er noch Jugendfußballer? Ist er? Was denkst denn du, Alter? Ja, was weiß ich denn? In Fortnite kannst du mit 13 von leben. Ich sag's nochmal, wirklich. Ja, ich glaube, dass er Wiesbaden gesagt hat, war eigentlich guter Ja, sag ich doch. Der Verein macht so viel aus. Ich sage euch nochmal, ich schwöre bei Gott, ich lüge nicht. Ich habe davor. Ich lüge mich nur selber damit an. Wenn ich euch jetzt sage, ey Chat, ich wusste es nicht und ich lüge dabei, ja nee, mir müsste mich doch selber schlecht fühlen. Ich werde nicht mal schlafen können, weil ich dann mir vorstelle, was für ein Reason ist reich geworden. Reason ist reich. Ich schwör's dir. Du bitte als Erster. Ja. Du als Erster. Küche. Boah, wenn du jetzt sagst, alles war gelogen, Skandal. Nein, also Bruder, ich meinte, ja natürlich meinte ich, Köln, Torwart oder Nathan, aber ich habe von Anfang an gesagt, wo Nathan rausgeflogen ist, meinte ich, es gibt mir ein Gefühl, ich will ihn nicht raushauen, ich habe das Gefühl, er ist es. Die Geschichte ist zu 95% wahr. Ich kenne ihn, weil er bei Mainz war. Bruder, ich bin 10 Jahre älter fast als er. Was redest du da? Ich war wirklich in der Türkei, aber nicht in der zweiten, sondern in der dritten Liga. Und ich habe das Erdbeben auch wirklich erlebt. Und Yeni Malatyaspor hat einen Kooperationsverein gehabt. Ich bin doch wirklich hingewechselt, hatte auch meinen Profivertrag. Aber seit dem Erdbeben letztes Jahr bin ich halt nach Deutschland gekommen und da war halt eine vierwöchige Frist zu wechseln. Und mein Manager aus der Türkei hat mich angerufen. Ich hatte zwei Vereine, die an mir interessiert waren, auch in der dritten Liga. Und Deutschland, dritte Liga? Nee, in der Türkei. So sieht es nämlich aus, EFH Juma. Und ihr würdet doch merken, wenn ich lügen würde. Das kann man gar nicht so verstecken. Das geht gar nicht. Genau, und dann musste ich... Und zum Sommer ist dann mein Vertrag ausgelaufen, also ich hatte einen Zweijahresvertrag, habe den dann beendet und dann war ich halt neben der Familie, weil die Familie wollte mich hier behalten, weil ich halt wirklich schwere Tage hinter mir hatte. Ich habe 5-6 Tage gebraucht, bis ich aus der Türkei nach Deutschland komme und da wollte die Familie erstmal mich hier behalten und hier war ich halt und aktuell bin ich halt vereinslos seitdem. Ich hoffe nicht mehr lange. So, bist du 22 auch? Nein. Das war deswegen 95%, ich bin 25 geworden jetzt. 25. Macht Sinn. War das mit der, also den Torwart kannst du wirklich auch persönlich? Ja, wirklich. Wir kannten uns privat auch, ja. Also der Rest ist wirklich wahr. Nur das mit dem Verein und, aber wie gesagt, es ist ein Kooperationsverein gewesen. Dafür bin ich auch von Preußen Münster da hingewechselt und habe meinen Profivertrag bekommen und ja. Dankeschön, Küchert, ja. Krass. Digga, der ist von Preußen Münster in die Türkei, da hingewechselt. In die Profiliga. Krass. Also mein Name ist nicht anonym, ich heiße Jürgen Sine, Jürgen Klopp, kennt ihr alle. Ich bin 21, bin in Münster, wohne in Münster, Münster-Senden, kennst du vielleicht. Genau, bei mir war die Hälfte gelogen, also ich bin bis zu U15 habe ich bei Senden gespielt, in meinem Heimatverein, bin dann zu U16 zu Preußen Münster, habe da 4,5 Jahre gespielt, bis zu U23, bin dann im Winter wieder zu meinem Heimatverein gewechselt. Ja. Ich spiele jetzt wieder in der Landesliga. Ah, Landesliga. Okay. Krass, Digga. Mit so einem Schuss und so einer Statur. Landesliga ist hart. Genau. Aber richtig gut, ne? Dafür muss ich echt sagen, dafür warst du brutal. Also wirklich richtig brutale Ansage. Digga, Landesliga, überleg mal. Ich würde sagen, ich habe eher gedacht, du bist sicher durch ein NLZ gelaufen. Ich dachte auch, safe Regionalliga oder sowas.
Und bist so, also 21 hätte ich jetzt auch niemals gedacht. Du bist ja jünger, wie du dich angegeben hast. Ja, also ich habe glaube ich 23, ich bin 21. Ja, das ist brutal, also ich muss echt sagen, richtig gut. Hattest du nie ein Angebot für höher so? Ich hatte damals in der Jugend ein Angebot von Paderborn, Bielefeld, habe immer abgesagt. Jetzt von der Oberliga auch ein Angebot bekommen. Jetzt im Sommer gehe ich in die Westfalenliga. Krass, und genau. Warum die Maske? Wolltest du Show machen? Bisschen Show, bisschen anonym bleiben, aber... Hat nicht geklappt. Hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wolltest du die Mirovic-Story, bevor ich das gesagt habe, erzählen oder hast du es dir währenddessen ausgedacht? Ich habe es mir schon ausgesagt vorher und dachte, weil ich so ein bisschen ähnlich aussehe, bringe ich das mal rüber, gucken, wie das ankommt. Aber Niklas hat mich gut ertappt. Danke dir. Jürgen. Trabzon. Erzähl mal, bitte. Also wenn ich jetzt richtig liege mit Trabzonspor, Dortmund oder sowas, das ist also bei mir war 99% alles gelogen. bis auf meinen Namen natürlich. Also ganz ehrlich, ich bin eine ehrliche Seele, ich kann auch nicht lügen. Kann man gemerkt. Ich habe auch in der Jugend gar nicht NLZ gespielt, gar nicht, also wirklich null. Und ja, ich spiele im Moment bei Türkspor Dortmund, also ich bin von Bövinghausen gewechselt. Komm her, Digga. Wir haben ihn ertappt. Also, das ist die Oberliga Westfalen. Und davor das Jahr habe ich halt mit Kevin Großkreuz zusammengespielt. Bövinghausen? Genau, Bövinghausen. Ja, kennt man. Und ich bin jetzt im Winter zu Türkspor Dortmund gewechselt. Ja, so halt. Und also die Jungs haben es super gemacht, alle wirklich riesen Respekt. Aber Türkspor Dortmund ist Oberliga oben mit dabei, ne? Oberliga Westfalen, genau. Dritter seid ihr, glaube ich? Vierter. Vierter, ist gut. Ja. Super, grüß Koray und so lieb von mir. Mach ich. Dankeschön. Alter. Danke euch. Erster, Erster. Jetzt bin ich gespannt. Ehrlich, wirklich Erster, Erster? Ich bin wirklich am 1.1. geboren. Digga, jetzt bin ich mal gespannt. 2004, aber das ist wirklich echt. Viele glauben das, ich lache mich halt immer aus, weil jeder Syrer am 1.1. Geburtstag hat. Aber 2004 sagst du? Ja. Das heißt, du bist? Ich bin vor 2 Wochen 20 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Genau, also dieses Jahr ist mein erstes Seniorenjahr. Ich bin wie gesagt Ende 15 nach Deutschland gekommen und dann habe ich halt meine Jugend bei TuS Ennepetal gespielt. Ist ca. 25 Minuten von hier. Habe meine Jugend bis U16 in Ennepetal gespielt, dann bin ich in die U17 nach TSG Sprückhövel gewechselt, habe in der Westfalenliga gespielt. Dann bin ich wieder nach meiner Heimat, nach Ennepetal zurück, habe 2 Jahre Bezirksliga absolviert, aber im zweiten Jahr habe ich mein Oberliga-Debüt schon gemacht bei Ennepetal. Bin die letzten paar Minuten reingekommen und jetzt ist es halt leider so, dass der Trainer nicht auf mich setzt und ich in die zweite Mannschaft runtergeschickt worden bin und da spielen wir in der Bezirksliga. In Schalke nie. Er lügt einfach weiter. Was hast du tun gehabt? Vielleicht irgendwann. Georgis. Also ich spiele nicht in Mainz, ich spiele gerade noch in der A-Jugend Landesliga sogar. Kein NLZ, gar nichts. Ich wollte mal ein Erlebnis machen hier, ne? Aber guck mal, er sagt ehrlich, er wollte ein Erlebnis machen. Er war auch vielleicht mit Absicht frech gewesen. Zockst du gerade? Landesliga A-Jugend in Schwetzingen, in der Nähe Mannheim. Du hast einen richtigen Bums, Alter. Der ist richtig cool, also muss ich sagen. Und in Fortnite mache ich dich immer noch platt. Hat mich auch ein bisschen weitergebracht, aber dann ein bisschen Pech gehabt. War Corona-Zeit, habe Anfrage von Waldhof Mannheim gehabt und dann ist direkt Corona gekommen und aber okay. Ging halt nichts mehr. Ich fand's gut. Danke, Georgis, ja? Danke. Dankeschön. Aber er gibt's wenigstens zu. Also Ajax stimmt natürlich nicht, aber ich spiele ehrlich in der U19 Bundesliga West, hier beim Wuppertal SV. Und ich trainiere auch, also ich habe jetzt schon mehrmals in der Regionalliga mittrainiert, auch schon Testspiele gemacht. Herrenregionalliga mittrainiert? Ja, genau. Ich war auch zweimal im... Spielt U19 Bundesliga? Krass. Kader, leider keinen Einsatz bekommen. Stark. Auf jeden Fall. Ajax war ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde auch, dass man jetzt, also Five Shot ist halt viel Schießen. Und als Außenverteidiger ist das halt ja, so. Ist tödlich. Ist halt ein bisschen schwer, sich zu zeigen. Aber ich fand, war eine gute Erfahrung. Ich hätte gerne noch so eine Chance bekommen, um 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 um zu zeigen. Weil ich denke, da wäre es ein bisschen schwieriger für die anderen geworden. Aber ja. Danke. Was soll damit sein, Jale? Was meinst du, was ist mit meinem Insta? Ballon, ja? Also bei mir war es umgedreht. Also ich bin 25, nicht 22. Bin 98er Jahrgang. Hab die ganze Jugend beim 1. FC Köln gespielt, von der U15 an. Und hab auch mit Sali...
Ich habe ganz normal mein Instagram, ich weiß nicht, was du meinst. Zusammengespielt, der sagt euch ja wahrscheinlich was, die ganze Jugend. Nee, bitte. Ja. Und bin nach der U19, wurde mir beim FC kein Vertrag für die Regionalliga angeboten, bin dann nach Düsseldorf gegangen, habe da 2 Jahre Regionalliga gespielt und bin von da weiter zum VfR Aalen, Sportfreunde Lotte, Bonner SC und spiele jetzt aktuell beim SV Strahlen. Perfekt, ich danke dir, ja? Top. Ach, Keeper, ja, habe ich schon fast vergessen. Kuba, bist du der Torhüter da in der Folge? Oder wie Dieter Bohlen sagen würde, mega, mega Keeper. Ich habe jetzt Oberliga gespielt bis zum 1.1. und habe jetzt... Ich schwöre, Bruder, du warst so gut. Man dachte wirklich, du warst es, der Pro. Ich sag dir ehrlich, du warst viel zu gut. Mein Vertrag aufgelöst und bin vereinslos. Nee. Krass. Vereinslos? Ja. Wo hast du Oberliga gezockt? VfL Mannheim. Aber hast du super gemacht, ehrlich, Keeper. Echt richtig stark. Wie alt bist du, Kuba? Ja. Spaß gemacht mit dir. Dankeschön, ja? Boah, respektloser Spieler. Also im positiven Sinne meine ich. Du warst wirklich sehr stark. Du hast ja gesehen, wie viel geschrieben haben. Krass, also krass, der Torhüter und so. Sehr gut. Vielen Dank. Krass. Freunde, an dieser Stelle ein... Das war's, wa? Und dann sehen wir uns auch. Top-Folge. Top-Folge. Wir gucken ja immer noch hinterher Transfermarkt. Bayern und verhandeln wegen Sacha Boué. Krass. Nee, oder Joli? Wer ist denn dein Lehrer? Sag mir mal die Namen. Ja, Jakob, dich gucke ich mir erstmal an. Jakob David müsste ja bestimmt kommen, oder? Kovnatsch. Kennt ihr das Video von den Türken, wo die so ein Video machen, wo die so Namen aussprechen müssen? Kovnatsch. Mannheim, Kirchheim, Speyer kenne ich sogar. Mannheim. Digga, du musst wechseln. Jakob, du musst wechseln. Wir gucken gleich die Reaction vom Hallenturnier, ja. Jakob, du musst wechseln. Sag mir mal die anderen Namen. Niklas, alaikum salam. Du auch mal hier? Jürgen Sinef. Jürgen Sinef, VfL Sinden, Nummer 10. Digga, er ist aber auch eine Maschine. Preußen, Münster. Senden, Digga, guck mal, er hat in der U17 Bundesliga und U19 Bundesliga gespielt. Krass. Wahrscheinlich dann mit Preußen, ne? Crazy. Also er hat U19 und U17 Bundesliga gespielt. Skali, geht's gut, Charlie, danke, dass du fragst. Raise the Talent. Habt ihr noch einen Namen für mich? Oder sind die anderen nicht interessant? Kürsat, warte mal, wo ist Kürsat? Oh, mein Herz. Nathan. Wien, Wiesbaden und Neun, Digga, das ist 17 Jahre alt, Bruder, es passt halt so zusammen, ne? Das passt halt so extrem zusammen. Digga, der ist 17 Jahre und spielt in der U19 von Wien, Wiesbaden. Das ist einfach so, der passt von der Statur her einfach perfekt dort rein. Ja, sagen wir was, Oberring-Buddies. Crazy. Crazy. 2 Spiele, 1 Tor. Doch, das ist Tor.
bei Mainz 05 sogar gewesen. Mainz 05 sogar, krass, bis zu U16.